Hallo. 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 Wir zeichnen wieder auf. Guten Hallo, Abend. Janding. Guten Abend. Guten Abend, Bärchen. Guten Abend. Abend. Hallo. Oh, Hallo. schön. Hallo zusammen. Hallo. 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 Andrea, was hast du gesagt? Hallo, habe ich gesagt. Und vorher habe ich gesagt, wie du aufgezeichnet hast, habe ich gesagt, das ist ja ein Ding. Ja, Kann was ja Neues, wohl ne? nicht wahr sein hier. Möchte euch mal hören, wenn ich nicht Dann aufzeichne. sage ich es dir Genau. Wo ist denn das Video zum Meeting? Guten Ah, Abend. guten Abend. Hallo. 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 Ich hatte mein Video noch nicht freigeschaltet. Marianne ist ja ein Ding. Also kann ja auch nicht wahr Ja. sein. Also wirklich. Immer Meine diese Herren, ey, einmal Nachlässigkeit. mit Profis. Ja. Nee. Ach du Arme. Diskutieren wir am Samstag aus, Marianne. Ja. Freue mich schon. Was habt ihr am Samstag? Stammtisch, Wir Uli treffen Hacks uns. Stammtischtreff. Guten Abend. Okay. Wie viel seid ihr? Leider nur drei, glaube ich. Ja, eventuell Ich vier. komme auch. Ja, ist in Ordnung, Agnes. Fahr schon mal los. Ich fliege schnell rüber. Ich fliege. Okay. Okay. Das könnte klappen Agnes, das wäre deine Chance, mal zu Wort zu kommen, wenn es nur drei sind. dann. Wie meinst du das? Die Keule ging eher an die drei anderen, dass du dann endlich mal zu Wort Hallo. kämst. Ach Bei drei so. Hallo, hast du doch Ingrid. eine gute Chance, dass die eine mal Luft holt und die andere gerade was trinkt. Ja, okay. Sag Ich habe mal, mir auch schon gedacht, vielleicht rede ich Veronika. zu viel. Veronika. Andrea? Schätzele, hast du heute letzte Nacht von Kraft geträumt oder so? Ich Stricknadeln? Nee, das sage ich nicht, nein. Jede Nacht träume ich von Kraft. Okay. Anders geht es nicht. Anders kannst du uns nicht ertragen, oder Genau, nee, nee. Aber ich schau mal, ich stricke Fußstapfen. Oh. Oh, sehr Und das schön. ist natürlich Kraft, ne? Stapf, Stapf. Ja, die Oh, schön. Farben auch, die Farben, Ich ja. glaube, das kommt mehr Türkis raus, als es ist. Also Okay. Ja. Ich es finde sieht hellblau. hellblau. Ja, hellblau. Genau. Ja. Ja. Und das Zellmuster habe ich von der Ingrid. Die hat es in eine ganz kleine Tasche, fast Handytasche, mit dünnen Nadeln eingestrickt. Und ich mache das jetzt aus der Silk Socks. Ich möchte daraus entweder ein Projektbeutel oder so eine Tasche, die mindestens die Größe hat, dass ich auch mal ein Buch reinstecken kann. Die Illusion ist, nächstes Jahr auf dem Strickstift ein Buch zu lesen. Andrea, jetzt weißt du, wovon sie träumt. In Ja. der ruhigen Minute, wenn sie sich zurückzieht. Genau, Ich bin genau. dabei, ja, nächstes Jahr auf dem Schiff, da hast du keine Ingrid, Ruhe. das ist die ganze Arbeit wert. Das nenne ich Das Arbeit. ist so langweilig. Dafür sorge ich. Lieben, wisst ihr wie du? Wirklich unglaublich, oder? Wenn du nicht glaubst, dass ich Kettenhaar bin, dann frag ihn nach Da hat unserem jemand Gefühl TV an. füreinander. Moment, Cool. iPad Richtig, je Efi. angelogen, Pünktchen. Moment, bitte. iPad Was? Efi. Ich hoffe, du TV. hast ihm nichts von uns erzählt. Was? Dass wir schon mal uns was gesprochen haben. Laut das irgendwo fertig. Wir haben uns nie was geschworen. Ja. Komm Alle jetzt! anderen mal Ich ruhig liebe sein, dich, dass ich Ladybug, mir und ich bin viel Efi besser als diese anzeige. räudige Straßenkatze. Kann sein, aber Lügner sind Loser. Kettenhahn nervt manchmal, aber er hat mich noch nie angelogen. Danke für das Kompliment, Gibt's hier wenn es eins jemand? war. Efi, Ja. iPad, Efi. Ja, aber mir zeigt sie nicht Du an. bist ein Ja, bei mir ist sie persönlicher im Kürbis. Wenn Jutta, du nicht also an mein sein vierter willst, wird Stelle, dich keiner fünfter kriegen. Stelle. Ich dich Jetzt. nicht. Jetzt ist sie tot, stumm.
Wir hoffen doch auf Sorry. Ich Weiteres. weiß nicht. Wer hat wem tot gemacht? Guten Morgen. Guten Morgen. Nee, Jutta, du warst es nicht, aber sie wurde mir neben deinem Bild angezeigt. Ist ja allerhand. Ja. Ich glaube, dass das bei jedem unterschiedlich ist, oder? Ja. Nee, bei Und mir auch, keine war Ahnung. sie auch neben Jutta Ja? angezeigt, ja. Aber es Okay. kann trotzdem unterschiedlich sein bei jemandem. Ja, also bei mir ist rechts neben der Jutta die Marion Kemper und links davon die Agnes. Also ich stehe an ganz vorne an erster Stelle. Ja, bei mir auch. Okay. Ne, also, Bei mir bist du einfach nur dann mittendrin. kommt Veronika, dann kommt Marion Terrasa, dann Okay. Marina Naja. Sablotny Also und so weiter. wird es unterschiedlich Ja, angeordnet. auf jeden Fall. Spannend. Ich habe nämlich Scheinbar. neben Veronika und Andrea. Marion wechseln bei mir auch ständig hin und her. Gut. Wo schaltet man, dass man alles sieht? Unter Ansicht. Galerie. Ah, Ansicht. also am PC ist es ganz Galerie. oben rechts. Er muss aber scrollen. Ah. Das ist auch oben rechts, oben links. Und am iPad hast du dein Bild unten klein mit einem Plus und da gehst du auf das Plus drauf. Nee, habe ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe nur Untertitel, Chats, App Bei mir und. ist oben links, da ist so ein Kreis mit so 9 Punkten drin, da kannst du das sehen. Hoffe ich nicht. Oh Gott. Jeder Computer ist dann auch noch anders. Bei mir steht es unten bei Ja, mir. Ist ja aber jetzt auch anders. War ja ein Update, ne, bei Zoom. Also ich ja. hatte heute ein Update. Morgen. Bei mir ist noch gleich. Ja, Ja, bei mir aber ist es auch noch gleich. nee, ich für hatte. alle, die es nicht finden, wurschtelt euch da mal durch. Das sind ja mehrere Knöpfe. Solltet ihr rausgeschmissen werden, kommt ihr auf die gleiche Art und Weise wieder rein. Also es kann euch ja nicht passieren, dass ihr aus Versehen die ganze App löscht. Also probiert es Also. einfach mal aus. Da entdeckt man auch Filter. Ich mir gleich mein Mikrofon runter hier. Und Solange die andere Veronika einen nicht Möglichkeiten. tötet, ne? Ja. Monika, das mit Löschen würde ich so nicht behaupten. Ich habe es tatsächlich geschafft, das bei mir auf der Arbeit zu löschen. Zu löschen. Ja, Okay. auf der Arbeit sollst du ja auch keinen Zoom machen, Aber sollst du arbeiten. im Normalfall wird nochmal nachgefragt, wollen Sie das wirklich löschen? Also nicht. Ja, wenn man aber zu doof ist zu lesen. Allerdings hat unsere IT das wieder. Ich gehe davon aus, dass ihr lesen könnt. Vielleicht nicht genügend Geduld habt zum Lesen, aber lesen könnt. Mann, ich kann nicht mal mehr glatt rechts Gut. stricken hier, eh gibt's doch gar nicht. Aber unsere IT hat es wieder hergestellt. Ja. Renate, hallo. Hallo. So, ich würde euch wieder unsere Galerie erst mal vorführen. Ich führe euch erstmal vor. Und was so unter der Woche quasi reingekommen ist. Ihr seht einen Norway-Kalschal, Ja. ja. Der Claudia. ist von der lieben Claudia, genau, Ja. kennt ihr schon. Ja. Toll, super. Schwarz-weiß. Das ist Wunderschön. die zweite Seite. Und dazwischen kommen jetzt von Dominik die Strickschiffstulpen, die Heide Wallus hat mir noch geschrieben, gestrickte Strickschiffstulpen wären noch etwas schwieriger. Sie übt noch. Heide, bist du da? Na, scheinbar nicht. Also sie übt noch. Ja, aber das ist ja auch falsch. Die sind ja tunesisch gehäkelt und nicht gestrickt. Genau, aber im Strickstich gestrickte Strickstich. Was? 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 Kannst du das Veronika, für nochmal nächstes Mal musst du sagen? dir was Leichteres aussuchen. Nein, Ja. das war ja,
Das war ja unser Maß auf dem Schiff, ob man sich noch einen Cocktail mit oder ohne Alkohol bestellen darf. Wer es geschafft hat, durfte. Und wer nicht, haben wir zu spät nachgefragt. Aber ihr hattet auch ganz viele Versuche, ne? Genau. Wir waren großzügig. So, dann ist heute ganz neu reingekommen der neue Nitter, die Ausgabe 73. Und unsere Ingrid Ingrid. hat es mit dem Nein. Norwegerl in den Nitter geschafft. Ja, ich ist gut, Wow. du. Ja, also Wir beide. dann sagen wir beide. Aber die Idee mit den Geschichten dahinter, also einfach das so auszubauen und daraus wirklich auch das Besondere zu machen, hätten wir ja ohne Ingrid so gar nicht hinbekommen, weil wir einfach dieses Grundwissen nicht haben, was sie da mit uns geteilt hat. Und auch wir sind ja jetzt schon beim 10. Muster und es ist wirklich interessant. Jeder hat so was dazugelernt. Bitte? Jeder hat was dazugelernt und das hat die ganze Sache wirklich rund gemacht. Ganz toll. Also hast Super. du verdient, Ingrid? So. So, dann ist es, haben mich die Paint Socks begeistert, dass man im Prinzip Zweiknäule verarbeitet und dann, das kann man eben gut sehen, den gleichen Farbverlauf. Normalerweise würde eben die zweite Socke hier auf dieser Höhe beginnen. Für Kniestrümpfe braucht man eben Zweiknäule. Abend. Nabend. Abend. Abend. Ein bisschen Probleme mit dem Internet gehabt und dann wollte der Zoom nicht und oh. Alles gut, man darf auch ein bisschen zu Ja. spät kommen. Ich Ja. mache hier nur heimlich Kreuze beim dritten Mal. Muss ich in die Ecke. Ich gebe zur Strafarbeit. Genau. Ja. Dann haben wir hier von der Anke Schiffold. Ui, schön. Sieht Ja. total toll aus. Ja. Dann hat die Ja. Dominik den Loop auch aus dem Norwegal quasi den Anfangsloop zum Üben fertig gemacht. Ganz tolle Bilder auch. Bitte? Ach, war Ach, schon wieder die. einer dazwischen gequatscht. Ja. Heide, ich stell dich mal auf stumm, weil wenn du mit deinem Mann noch was klärst, hören wir das hier. Gut. So. Jetzt, also Heide, wenn du nachher was sagen willst, einfach den Ton einschalten, ne? Dann hat die Elke ihre Babydecke fertig. Ja. Oh, Oh, süß. schön. Hat uns die Bilder geschickt. Und so können wir es uns vorstellen, wie die Farben in etwa aussehen. Also es ist eben stark überbelichtet, die Fotos, aber ganz dezent sieht man eben so den Unterschied, aber ich finde, das hat auch was. Ja. Nicht mal nur so eine Randmasche hin, ey, im Double Face. Die Randmasche ist cool, ja. Sieht Das aus üben wie wir am gemalt. Samstag, Andrea. Ja. Bitte? Zeigst du Das mir am üben wir am Samstag? Samstag. Das üben wir. Okay, gut. Ja. Dann haben wir hier auf Facebook von Ernst-Dieter Gräßler ist das gepostet worden. Ach, schön. Ja. Welche Farbe ist das? Das Das ist Lila. die 4 für Pink. Ja, Das die 12. 12er. Schön. Ja. Ungewöhnliche Farbkombination für einen Mann, oder? Ich weiß es nicht, ob wir haben das oft, dass sich ein Ehepaar gemeinsam eben anmeldet. Ich Ach weiß jetzt so. gar nicht, ob es wirklich vom Ernst Dieter gestrickt wurde oder von einer Frau. Ich sehe auch viel Männer mit rosa Socken oder Ja, also Pink. Vielleicht strickt das ja für seine Frau. das kann auch sein oder er trägt es einfach Alles selbst möglich. Ist gerne einfach rum. toll. Ja, das kann genauso sein, Also ne? muss er das nächste Mal in Zoom kommen und dann das mal berichten, dann wissen wir Ja, es genauer. also
Dann haben wir von der Heidi Seibold, die hat wieder neu angefangen, hat quasi einen Schal beendet und mit dem nächsten angefangen, damit die eben nicht zu lang werden. Nein, Nicht? Dann nein. erklär. Dann erklär. Hallo erstmal. Das ist ein Hallo, Ganser. Heidi. Das ist ein Ganser. Der müsste jetzt 1,80 Meter auf 32 Ach, weiter. okay, dann habe ich das falsch verstanden. Der Platz reicht nicht mehr, Veronika, für Ja, die ja. Bilder. Dann haben wir diesen von der Kerstin Rode. Hat man ja auch schon mit dem Farbverlauf, ne, wie er sich entwickelt. Kerstin Sauer macht ihn in Juli und Dezember, also wieder komplett anders wie eben der April und der Dezember. Aber der kommt so gut raus, Ja, ja. ja, Blau sieht ja. sowieso toll aus. Ja. Blau, blau-grau, ja. Dann haben wir hier die Oh. Marcela Wagner, die strickt in einem leuchtenden Farbverlauf und eben immer Uniton. Auch spannend, Sieht ne? auch schick Ja. aus. Ja. Hat mir auch gut gefallen. Dann haben wir von der Marietta, die hat die Herzchen und Sternchen noch mal ganz deutlich fotografiert und dann uns eben auch insgesamt ihr Foto geschickt. Das ist jetzt die Farbe 16 und die 12. Dann hat die Babsi hat die Mützen aus dem Norweghall Oh. mit der Merino Stretch gestrickt. Oh, super. Auch schön, ja. Groß aus. Ja. Haben wir auch die Innenseite? Ja, Moment, Moment, Moment hier. Okay. Sieht schick aus, ne? Das ist auch schön, ja. Also Babsi hatte ja geschrieben, dass sie mit dem Garn am besten zurechtgekommen ist bisher, was sie jemals mit Double Face gestrickt hat. Babsi, bist du da? Ja. Ja, oh. Oh, das hört sich aber wieder an. Nee, ich habe mich beschluckt von laut Geschäft, dass ich Ach so. angesprochen Ach so. Wie ist denn das in der Größe geworden? Ist das, du hast hier die Damenmütze gemacht? Jo. Und die passt. Die passt tipptopp. Also ich kann sie mal aufsetzen. Moment, dann mache ich mal Freigabe stoppen. Jetzt, Babsi, deine Zeit. Also ich weiß nicht, ob ihr was seht. Ich sehe nicht ganz so knapp. Moment. Doch. Cool. Schick. Ja, cool. Ja, schön. Es ist sicher keine Bini. Schau mal, ich habe hier nur so viel. Ja. Seht ihr was? Ich weiß nicht. Ich kann nicht schräg schauen und noch ins. Sehr gut, sehr gut. Okay. Wunderschön. Ja. Und Super. eben die Wolle wird verzeiht. Auch Unregelmäßigkeiten, die zieht sich dann selber richtig irgendwie die Masche. Okay. Das kommt vermutlich eben durch einen Stretchanteil Ja, genau. im Garn. Ja. Ja. Und sie passt hervorragend zu deinen Stulpen. Ja, Ja, sie grün. genau. Ja, sie grün. Hier haben wir von der Petra Dannenberg. Das oben von das obere Teil, das also mit dem Stern da in der Mitte, das sieht ja cool aus. Ja, muss das hieben, war das. Das ist Ja. geil, ja. 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 Die Schön. Danke. Sabine Fernandez hat mit dem Rautenloop angefangen. Hier sieht man jetzt auch wieder deutlich eben Farbe 7 und 12, ne? Ja. Schön. Machst du eigentlich Strickliste, welche Farbe die beliebteste ist, Veronika, Ich denke mal, dass die für die 12 am Statistik? meisten vorkommt. Die 12, ja. Ja, mit was dann die 12 kombiniert wird, da mach, also, da, ich mache keine Stricklichten natürlich. Aber, Dachte, das wäre jetzt gut für deine Statistik. ja, genau. Nee,
Die 12 wird sehr, sehr oft kombiniert, weil sie eben durch das Grau-Schwarz schön neutral ist, ne? Ja. Und dann kann man da nichts falsch machen, wenn man ein anderes Farbverlauf gern dazu nimmt. Wie man Ja. ja gesehen hat, ne? Allein jetzt heute Abend haben wir viele gehabt, die mit Ja. 12 kommen. Schönes Foto. Ja, hier haben wir auch nochmal die Mütze aus dem Norway-Kall von der Sabine Stelter. Und bevor die Dominik fragt, von der anderen Seite. Super. Ja. Klasse. Gefällt mir gut. Und auch der der Schal ist von ihr, auch hier von der anderen Seite. Dann haben Wow. wir hier von der, sind es von der Babsi die Strickschiffstulpen? Jo. Ja. Jo. Genau. Auch cool, die Farbe. Auch Ja. nicht. Und Ja. die passen jetzt wirklich perfekt zur Mütze, genau. Ja. Dann hat die Therese Baumann damit angefangen, auch mit dem Norway-Kall. Es steigen noch immer sehr viele ein. Also es werden wöchentlich kommen bestimmt noch mal 25 Leute dazu im Moment. Oh, Schön. okay. Ja. Wie komme ich an den Muster? Die sind so schön, die Tauben oder was das dann? Martha, du bist schon, wie lange bist du schon bei uns? Habe trotzdem nichts mitgekriegt, Das sind all die Muster vom Norway-Kall, der gerade läuft. Und unter Ja. jedem Video auf YouTube verlinken wir, in jedem Newsletter schreiben wir vom Norway-Kall. Und wenn du auf meiner Seite gehst, veronikahub.com, da findest du unter Events auch den Norway-Kall mit allen Infos dazu. Was ich dir aber jetzt empfehlen würde, Martha, da wir ja schon beim 10. Muster sind, warte doch einfach noch 2 Wochen, dann kannst du dir den auf einmal komplett herunterladen. Im Moment ist es ja so, dass wir wöchentlich noch immer wieder ein Muster dazu bauen. Aber wir haben jetzt schon viele geschrieben, dass sie warten bis Anfang Dezember, Bis bis alles allgemein. vollständig ist, dann den Norway-Kall kaufen. Der kostet 5 Euro und dann haben sie ihn eben alles komplett, weil sie jetzt eben vor Weihnachten nicht mehr damit beginnen wollen. Ne? Du meinst das Heft als Heft dann, oder? Nee, als Anleitung zum Downloaden, also für dich selbst entweder zum Ausdrucken oder zum Abspeichern. Ja, ausdrucken kann ich nicht. Ja, dann zum Abspeichern. Du Dann kannst auch in einen Fotoladen gehen, die drucken dir das aus, wenn du es auf ja, Handy dann hast. musst du aber erst auf den Stick ziehen. Nee, ich gehe immer mit meinem Handy dahin, wenn ich es nicht verstehe oder wenn mein Drucker Ja, spinnt gut, wenn den hätte, ja. die drucken mir das aus, die kennen mich schon. Ich mache das nicht auf dem Handy, deswegen. Ja, gut. Also Martha, einfach, wenn du da Fragen zu hast mit der Technik und nicht zurechtkommst, aber bei den Events auf der Homepage ist wirklich sehr ausführlich alles erklärt, wie man da hinkommt, ne? Ich habe vorher schon mal was durchgeschaut da und so mit einem Letter oder was war das? Newsletter oder was war das? Ja, den Da Newsletter. habe ich vorher mal was angeschaut da, ja. Den kann man abonnieren und der ist kostenlos und da kriegt man jede Woche eine Info, was gerade bei uns in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe und hier im Zoom-Meeting, was gerade zugange ist und eben auch entsprechend verlinkt. Dann verpasst man wirklich gar nichts. Der ist kostenlos und kann man sich anmelden. Ja, da habe ich mich, glaube ich, vorher angemeldet. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Das siehst du dann am Freitag, ob du Mail bekommst. Da kommt er dann, ne? Ansonsten Ja. kannst du nochmal probieren. Angemeldet habe ich mich vorher mal. So, dann ist hier die Ursula, war bei uns auf dem Schiff mit dabei und die hat das Beatrice-Tuch aus der Paint Socks angefangen. Da war eine Ines mit dabei, die hatte das auch gestrickt und das
sah einfach super aus. Und jetzt hat sie uns ein Foto gepostet. Das ist 3D, oder? So stehen Ja. die linken Maschen davor? Ja, das ist nur aus rechten und linken Maschen gemacht, die sich mal strickt man eben die ganzen Reihen links oder rechts und mal wechselt man eben ab, Aha. drei rechts, drei links. Und dadurch entsteht eben dieses, wie du sagst, 3D-Muster. Cool. Aber einfach durch den Farbverlauf der Pencils, finde ich, hat es nochmal einen richtig tollen Effekt. Wie heißt das Tuch, Veronika? Beatrice. Ist das von Ah. dir? Nein, nein. Oh, schade. Wir haben so ein ganz ähnliches, das heißt Opera-Muster. Das ist ziemlich, also die Tücher gibt es in der Form rauf und runter. Aber das, da meine ich mitbekommen zu haben, dass das Beatrice-Tuch ist. So, dann hat mich die Waltraud Winder angeschrieben, ob ich mal würde ihre Strickboxen zeigen, die näht Strickprojekttaschen und in verschiedenen Größen. Also wenn Uferton. Genau. groß sind sie nicht, aber die hat es auf ihrer Seite und ich fand die einfach schön und Ja, würde das ich stimmt. jetzt nicht Die vorenthalten. sind doch schön. Die sind doch schön, ja. Die sind aber Ja. Schön. Oh, wie schön. schön. Hast du denn gehört jetzt? Also deine Projekttaschen sind wirklich sehr schön, sagt Andrea Schalima, ja? Also, Waltraud, wenn du möchtest, dass die Andrea die unbezahlte Werbung in hält. Also für mich ist es unbezahlte Werbung. Also ich habe da nichts bekommen und ich wollte sie einfach nur zeigen, weil sie mir gut gefallen haben. Ja, mal was So, angucken. Das süß. und jetzt geht Sofort. zu Oh. einer gemeinsamen Produktion von der Ingrid und von der Heidi Seibold. Hier geschehen ja Dinge im Hintergrund von unseren Zoom-Meetings, die wirklich genial sind. Das ist ja wow. Alles ja Der süß. Elster ist ja genial. Herz allerliebst. So süß. Ingrid hat gebastelt mit ihrem Programm und hat hier schöne Rentiere gezaubert, Buchstaben. Und die Heide hat gesagt, sie wäre bereit, Tests zu stricken. Ich habe dann der Heide die Charity geschickt und das Set ist jetzt aus der Charity entstanden. Ich habe die Anleitung dazu geschrieben und die wird dann unter dem Video verlinkt. Ach, Die die unsere Frau, wie ein Heide. tolles Team, wir drei. Ja. Nein, die Heidi mit I, Ach Heidi so, okay. Ich wollte sagen, kann ich schon wieder stricken? Seibold. Die Heide Wallus kann schon ein bisschen wieder stricken, aber eben noch abgedämpft. Aber hier, das ist von der Heidi Seibold. So, ich beende jetzt mal die Freigabe. Ich brauche die Mütze. Ja. Sag mal, was für eine Größe ist das von der Mütze? Die Mütze hat einen Kopfumfang für 48 bis 50 cm. Genau. Ja, was du auch noch problemlos verkleinern könntest, warte, ich zeige es dir gerade nochmal, wo du kannst abziehen. Du kannst hier dazwischen, was, Zoom wurde unerwartet beendet, seid ihr noch da? Ja, Ja, noch sind wir da. Letzte Warten Woche auch. wir Seht ihr auch das Bild? Ja. Ja. Kannst hier dazwischen, zwischen den Elchen liegen ja drei Maschen. Ja. Und die Elche sind viermal da. Also da kannst du vier oder acht Maschen kürzen. Ja? Aber wie geht's dann oben mit den Sternen und unten mit den Zacken auf? Da liegen ja auch dazwischen, ne? Immer drei liegen dazwischen. Ah, okay. Nur die Zacken müsstest du dann umrechnen. Das ist ein Vierermuster. Wenn du also vier einzelne Maschen wegnimmst, passt das wieder. Genau. Und wenn du eben oben nicht willst, dass die Sterne mal nur eine Masche dazwischen haben und mal drei, verteilst du das eben auf zwei Maschen, dass immer zwei dazwischen liegen. Okay. Und hast du das als Anleitung schon Ja. oder
Ja. Hatte ich schon gesagt, Dominik. Hast du wieder nicht aufgepasst, Nee, weil Dominik? ich so fixiert auf die Mütze war Ja, und bei Dominik hat es im Kopf schon alles. gerattert. Haben Ja. will, Ich haben war will, schon haben will. fertig mit der Mütze. Ja. Dominik, die Idee von der Mütze, die so zu stricken hatte, die Heidi. Ich habe nur das Muster mitgeschickt. Aber ich finde das auch toll und das sieht dann den Kindern total super Ja, aus. Die genau. hat Enkel, ich glaube so 7, 8, 9 rum und denen passen die Mütze. Also ich melde mich als Kind freiwillig. Also, Dafür man bist du ein bisschen zu groß schon. Ach, kann das kann man auch groß anziehen. genau. Einfach 2 Maschen mehr dazwischen passt. Genau. An den gleichen Stellen eben mehr Maschen dazwischen und dann eben zwischen den einzelnen Mustern mehr Reihen ohne Muster, dann ist das machbar. Die Anleitung hat auch das Ganze, beinhaltet das ganze ABC und entweder können die, Cool. wo der Name ist, könnt ihr entweder Tannenbäumchen einarbeiten oder eben einen Schriftzug. Ich habe euch auch 2 leere Zellmuster in die Anleitung reinkopiert. Da könnt ihr quasi eure Buchstaben selbst reinmalen, damit ihr wisst, wie viel Abstand ihr zu den Bäumchen braucht, dass das eben mittig liegt. Und so gut wie die Veronika ist, hat sie bestimmt das Video verlinkt, wie man spiegelverkehrt schreibt, oder? Schon drinne. Das ist, es sind alle Videos zum Double Face sind drin verlinkt. Genau. Genau. Ja. Und Und die ist aus der Charité gemacht. die ist aus der Ja. Charity. Genau. Okay. Und jetzt brauche ich noch die Heidi, damit sie mir erklärt, wie sie bei der Tasche den Henkel gemacht hat. Weißt du doch. Hörst du mich? Dann Hörst du mich? ja. Ich habe von dir ein Video gesehen. Das hast du vor Jahren schon mal gemacht, den Henkel. Okay. Habt ihr mir das schon geschrieben? Ja, hab Inki, wenn ich. du sagst, weißt du doch. Schöne Taschen, Henkel mit festen Maschenhäkeln oder so hast du das genannt. Okay. Hatte ich dir reingeschrieben? Du hast da 2 Luftmaschen gemacht und dann hast du in die unterste reingestochen. Hast den Faden geholt und hast nochmal durch alle beide durch. Dann hast du halbe Drehungen gemacht und von hinten her waren die 2 untersten Schlaufen. Da hast du reingestochen. Und mit wie viel Fachwolle hast du das gemacht? Da habe ich die alle beide genommen. Ich habe die weiße und die Zwei rote Fäden, genommen. ne? Und Und jeweils nur einmal, ja, nur ja. einfach. Das Okay. wird stabil. Ich habe da deswegen nur auf 1 Meter gemacht, weil das wird ja eh länger, weil es elastischer Wink ist. Ne? Sonst Okay. wäre es ja beim Kind zu lang. Gut, das hatte ich nicht gesehen, dass das mit dabei Das steht. war von dir ein Video. Wollte ich gleich noch mit reinbringen, das Video. Dann kann ich das Video mit zur Anleitung packen. Ja, Dann ja. gelingt es sicher. Super, also nochmal vielen Dank Hat für das Spaß gemacht. Landschaftswerk. Ich finde auch den Loop ganz klasse mit dem Vollpatent Streifen, der quasi da um den Hals rumgelegt werden kann. Es hieß ja erst, wir wollten 2 rechts, 2 links machen. Da habe ich gemerkt, dass es zu dünn wird. Und da habe ich gedacht, da machst du Patent, das kommt ein bisschen mehr. Es ist elastisch und ist ein wenig dicker. Das passt vorne zu dem Rudi. Ja. Und wollte noch das was jetzt, sagen. und Ach den so, und erstmal. Schalkragen. Ihr seht eben hier, fehlt der Schriftzug, ne? Das ist die Rückseite von der Mütze, da sind einfach nur Bäumchen. Und hier ist eben dieser Vollpatent, das Rippenmuster. Das hier ist im Double Face gearbeitet Das und andere. hier einfach im Vollpatent und seitlich dran genäht, auf einer Seite einfach weiter gestrickt. Mit den Maschen des vom Double Face dann ins Vollpatent übergegangen. Und das ist auch ganz praktisch, weil du kannst die Länge relativ gut variieren, falls jemand einen dickeren Kopf hat oder dünneren oder so. Einfach ein bisschen kürzer oder länger stricken. Das geht also ganz wunderbar in allen Altersklassen. Und selbst für einen Erwachsenen in der Größe sieht das noch gut aus mit diesem Viereck vorne dran. Ja, doch, also richtig.
Fällt mir richtig gut. Und die Charity, das kommt jetzt vielleicht auf den Bildern nicht ganz rüber. Die hier wirkt sie fast ein bisschen pink. Es ist ein richtiges, richtig knalliges Rot-Weiß, Ja. so wie man. Ich habe hier, Entschuldigung, Ja. ich habe hier praktisch das gleiche mit einem anderen Muster. Es ist dieselbe Größe. Das geht wunderbar. Also selbst für Erwachsene kann man das prima machen. Und das Viereck, wird das Ein Viereck Trecker. extra gemacht und dann reingehäkelt oder reingenäht? Du fängst hier an mit, nee, also ich habe hier angefangen mit dem Ja. Viereck unten bei dem Traktor und dann strickst du Double Face bis hierher und dann strickst du weiter mit Okay. Patent einfach einmal rum und nähst es auf der anderen Seite dann an das Quadrat fest. Seht ihr Das mich kannst du auch? dann Kannst seht ihr wunderbar mich? in der Länge variieren. Und das liegt ganz toll am Hals an, ohne dass das großartig stört. Ist nicht zu dick. Sehr angenehm zu tragen so. Sehr schön. Schön. Seht ihr mich? Ja. Ja. Das Sehr ist die krass. Innenseite. Ja. Genau, den kann man auch umdrehen, ne? Den Schal, ja. Ja, klar. Aber die Mütze, da bin ich noch nicht so weit. Die Mütze kann man nicht auf der anderen Seite tragen, weil da ist es spiegelverkehrt. Mit Geheimschrift. Jeder gleich. Also das ist nichts, das habe ich nur dran geknotet, das sind die Bommeln. Falls es mal Enkelkind heißt, Letizia, falls es nicht haben will, kann es abmachen. Sehr schön. Aber wir haben festgestellt, für die nicht gut spiegelverkehrt stricken können, die Buchstaben. Die Kinder sind doch ganz oft verrückt auf so Geheimschrift. Herr der Ringe. Zum Beispiel, ne? Da Ja. funktioniert das garantiert auch als Geheimschrift, wenn Sie es umdrehen wollen. Ja, das stimmt. Und das Ja. Patentmuster ist auch in Double Face gemacht. Ja. Nein, 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 na, na. Vollpatent. Einfach Vollpatent. Vollpatent gestrickt. Ja. Und die Maschen wurden dann eben so belassen. Und dann ergeben die eben die, dann Wir haben da immer ja zwei zusammengestrickt, ne? am Ende zwei zusammengestrickt. Ja, Also, ja. und da Und ja nicht die zweite. Vollpatent im Prinzip von der Maschenprobe so ähnlich wie Double Face ist, passt Ja. es hier wunderbar. Okay. Jeden Fall sehr schön. Die Wolle, Veronika, die Ja. Wolle ist ja sehr schön. Die Wolle ist super. Ja. Die Charity ist nicht umsonst schon so lange auf dem Markt. Wenn jetzt für die Finger. Die geht jetzt schon ins siebte Jahr und ja, ich habe auch heute die Info bekommen, ich darf nächste Woche am 16.11. an dem Basar darf ich wieder 5.000 € übergeben an die Lebenshilfe, die Genau. aus dem Erlös der Charity eingenommen wurde. Also das Schön. muss mal nachhaken, aber ich glaube, es ist jetzt die fünfte Spende in dieser Höhe und das ist schon gigantisch, ne, was da dann doch Ja, zu ja, über die ja. Jahre. Und ich meine, die ist auch ergiebig. Ja, sie Also läuft das bald. merkt man gar nicht von dem kleinen Knäuel, dass man da so viel rausbringt. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich nicht. Ja, also das ganze Set, da wurden jetzt vier Knäuel rot und drei Ja. Knäuel weiß verwendet, Ja, ne? ja, ja. Das, was noch über ist, würde durchaus noch für ein Stirnband reichen, ne? Ja, Ah, noch. genau. Okay. Haben wir ausgerechnet, das wird noch mal reichen. Ja, Okay. dann muss man da auch nochmal das Muster haben, oder passt Da das können wir auch? noch mal, da können wir noch mal eins machen. Okay. Das, wenn du das Stirnband machen willst, nimmst du einfach die Wellen von der Mütze, mit denen du anfängst, zwei Reihen rot dazwischen, dann den Elch, wieder zwei Reihen rot und dann die Wellen verkehrt rum. Und dann reicht das genau für ein Stirnband. Ah, okay. Die Gut. Maschenzahl brauchst ja die gleiche, ne? Ja. Ja. Ingrid, Ja. die 2 Meter, wo ich mal weggeschnitten habe, die kann ich ja dann von mir Ja. Die vergesse ich dir nicht, dass du die abgeschnitten hast, einfach so. nehmen. Nimm meine ganze Kalkulation nicht. Also, ihr seht, was das Zoom-Meeting für Blüten treibt, was da im Hintergrund
alles geschieht und wir uns dann auch mitfreuen können, was da für Ideen draus entstehen. Heute hat mir die Ingwild geschrieben. Ich weiß nicht, Ingwild, bist du da? Ich sehe gar nicht alle. Ja, ich bin da. Ja, genau. Ob ich mir denn jemals gedacht habe, dass das Zoom-Meeting solche Ausmaße annimmt, dass sich jetzt so viele schon für nächstes Jahr fürs Schiff angemeldet haben und einfach und ganz klar, nein, habe ich mir nicht ausgemalt. Ist aber schön. Freut mich. So. Dann wäre ich mit allem, was ich hier zeigen wollte, was ich unter der Woche auf Uli Hacks Schönes gesehen habe, wäre ich durch. Ich habe hier zu den Strickstulpen eine Mütze dazu gemacht, mit Danke. Tunesisch gehäkelt. Und eben auch mit der Achtblattrose und die Mütze passt dann zu den Armstulpen mit dazu. Hast du da die Anleitung auch fertig? Die ist noch nicht fertig, aber die braucht nicht mehr lange. Aber das Die ist Stulpen waren jetzt ziemlich schnell drinnen, ne? auch so eine Haube, ne? Die hier so genau sitzt. Wer jetzt das auch ein bisschen hier oben mehr möchte, kann halt hier vor den Abnahmen mehr Runden arbeiten. Aber ich persönlich finde es so genau richtig. Und ist mehr Schöne so, Länge. ja, ist fast so eine Haube, möchte ich sagen. Ne? Durch das Tunesisch gehäkelt hat sie doch etwas Stabilität, lässt auch den Witt nicht durch. Sehr Und schön. da ist es trotzdem, also es ist kein Brett, aber es ist einfach eine festere Mütze, wie man es von einer normalen Strickmütze kennt. Zeigst du noch mal die Innenseite, bitte? Ja, weil die hat mir Ja. bei den Strickschiffstulpen so gut gefallen, die Innenseite auch. Für tunesisch gehäkelt. Aber schon auf der Außenseite schöner, ne? Also ich finde auch gerade hier oben, Da finde ist ich, noch nicht mehr. dass es hier schon wesentlich schöner aussieht, wo man eben das Windrädle sieht. Machst du da ein Video davon? Also brauche ich gar nicht, Dominik, wenn du die Armstulpen anschaust, sind alle Techniken da drin. Wir haben ja hier den Anschlag, haben die Revers, den und die Abnahmen sind ganz genau so gemacht wie bei den Armstulpen ganz zu Beginn. Wir haben ja hier zwei Maschen abgenommen und genau so werden die gemacht. Ich werde also das Video dazu verlinken, aber die ganze Anding braucht es nicht. Also Veronika, denn was war? wer die Armstulpen kann auch die Mütze. Mit fünfmal aufrippeln erst. Ich habe heute angefangen. Hast du dir jetzt? Mit den Armstulpen. Ja, endlich mal angefangen. Und halt mal hoch. Ich habe erst ein kleines Stück. Moment. Ups. Also erst ein kleines Stück. Aber Wohin? dunkel, ne? hast du zum ersten Mal tunesisch gehäkelt in Rom? Nö, hab schon öfters Tunesisch gehäkelt. Aber was ich noch habe aus der Lederlook, meine Tasche ist fertig. Wow. Die ist gehäkelt. Oh. Die Schön. hat unten einen festen Boden aus Leder mit Reißverschluss. Moment. Hat hier einen Reißverschluss. Und innen habe ich ein Futter reingenäht, dass nochmal eine Tasche mit drin ist. Jutta, du kennst ja meine Adresse, oder? Ich kenne deine Handynummer, aber nicht deine Adresse. Hm. Außerdem hast du auch so ganz tolle Sachen mit der Lederlook gemacht. Du weißt ja, wie es geht. Hm.
War jetzt nicht die Antwort, die Dominion. Ja. Aber die richtige. Und ansonsten bin ich noch am Sockenstricken mit der Paintsocks. Okay. Also nicht die beste Freundin. Und hast du von der Spitze aus angefangen? Die habe ich jetzt mal von der Spitze aus angefangen, ja, weil das die zweite Paar sind. Also ich habe hier schon welche gemacht, die hatte ich von oben angefangen. Und dann hatte ich noch so viel Wolle übrig und habe gedacht, ich fange dann von der Spitze an und habe es geteilt und guck mal, wie weit ich damit komme, ob ich dann nochmal eine andere Wolle oben dann für den Bund nehme. Mhm. Hast du denn jetzt dann bald alle Socken fertig gestrickt? Nee, noch 10 Paar. Oh. Aber es wird. Bis Weihnachten. Bis Weihnachten noch 10 Paar Socken, ja. Okay. Also pro Woche schaffe ich 2 Paar, das kriege ich noch hin. Ja, das kriege ich noch hin, ja. Ja, das ist mein Keiner Name. Hat Mitleid, merkst du was? Ja, du weißt. Oh, schön. Dein zweiter oder dein erster? Das ist meine erste. Armstulpe überhaupt und tunesisch. Mhm. Das schön. Die Farbe ist schön. Welche genau wollte ich auch gerade fragen? Ist die Merino Silk. Und was? Welche Farbe? Ja, ich bin das. Ja, Ding. Hier gelb und. Und Terra-Tiegel. Ne? Welche Häkelnadelgröße hast du, Andrea? 6. Ja, ich habe nämlich mit 4. Ja. Ne? Nee. Und auf der anderen Seite war 4,5. Und meine ist zu eng geworden mit der Silk-Socks. Ja. Ja. Ich habe sie auch angefangen mit der 5. Genau, und habe gemerkt, dass das ganz schön fest ist. Ja, ja. Also sie passt, ne? Sie würde passen, aber sie ist mir, ist er zu, also ich mag das nicht, wenn ich muss mich ganz schön quälen bei meiner. Nee, also ich, wie du siehst, hier. Also ich habe ganz schön zu tun, hier reinzukommen. Nee, aber dann. Seid ihr sicher, dass ihr hier die Silksucks verwendet habt und nicht die Stretch? Weil wenn ihr die mit einer 6 hatte, die Silksucks ist ja Sockenwolle. Nein, ja. Ich habe die Merino Stretch. Die Stretch, okay. Ja. Dann, 50 Gramm Knäule. Dann wird ein Schuh draus. Ja. Oder eben Stulpen. Ja. Ja, aber Andrea, du darfst nicht vergessen, ich habe meine ja auch mit 5 gemacht. Und dann am Anfang ist es schon ein bisschen schwierig reinzukommen. Aber wenn du die ein paar Mal an- und ausziehst, dann das Maschenbild, das weitet sich ja noch. Also bei mir komme ich jetzt gut rein. Ich komme rein. Ich komme ja rein in die 5er. Aber mir gefällt das nicht. Das ist mir zu fest. Ach, okay. Weißt du, das ist mir. Es kann gut sein, dass wenn man neu tunesisch häkelt, dass man beim Durchziehen des Fadens, dass man da noch ein bisschen zu fest arbeitet. Weil wir arbeiten da ja im Prinzip sind das Luftmaschen, ne? Wie man da durchzieht. Mhm. Und gerade bei den Luftmaschen, da kann man unheimlich viel machen. Ob man kann die zu locker, zu fest oder eben normal machen. Wichtig ist, dass man sie irgendwann gleichmäßig macht. Deshalb kann eben der Unterschied schon sein, dass es dir zu fest wird. Wir hatten das auf dem Schiff auch und man hat dann wirklich den Unterschied gesehen, nach 3-4 Zentimeter lockerer geworden sind. Und wie dann plötzlich eben der Schaft mehr Platz gelassen hat. Aber wenn du das gleichmäßig mit der 6er machst, dann ist ja gut. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Tunesisch und ich werden keine Freunde. Andrea, jetzt hast du 5 Zentimeter von der Armstulpe gehängt. Nee. Und sieht doch schon gut. Sieht doch gut aus, was du gemacht hast. Ja. Und kommst jetzt schon daher, dass deine Freunde werden. Andrea, wir müssen auch nicht alles können wollen. Genau. Ja, auf der anderen Seite, wenn du tunesisch häkeln rund anfängst, dann fängst du ja auch bei ganz oben an. Nee, ich habe ja schon, mal probiert in Reihen tunesisch. Ich habe ja hier schon so einen Schal probiert, den ich dann auch aufgegeben habe, wo ich gesagt habe, ich komme hinten in die letzte Masche nicht rein und so. Ja, aber du hattest du doch so hinter geschafft. Ja, aber weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Das schafft
schon. Also du hast ja deine Techniken, die du anwenden kannst. Wenn dir da die Ideen dann irgendwann ausgehen, musst halt doch noch mal tunesisch häkeln. Aber die Anleitungen werden reichen. Solange du immer schön Double-Face-Anleitungen rausbringst, kriege ich noch zu tun. Ja, genau. Andrea, wenn die Veronika zu langsam wird, dann schreibst du mich an, dann gebe ich dir irgendeinen Tipp. Gut. Also, ja, bis jetzt hat sie immer sehr flott reagiert. Ich habe geschrieben, Veronika, hot, 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 das. Da stand sie gleich stramm. Ich kenn ja die Geduld von der Andrea. Gut, die Dann bist du die Leda. Einzige, die die kennt. Ja, Geduld. So, also Geduld ist eine Tugend. Hallo, Lena hat einen Häkel Ja. Ja, ich wollte mal sagen, ich habe heute so Poncho an aus Merino Stretch. Das ist mein Lieblingsteil. Das ist hier dann so rot. Und das hat so Knöpfe hier. Und das trägt sich, also ich trage das ja schon lange. Das ist so bequem für zu Hause, weil das zieht nicht und begrenzt einen nicht. Das ist so locker. Und das sieht, also macht richtig gute Figur. Und was ich an Merino Stretch mag, dass das richtig weich ist und kratzt gar nicht. Und dass das auch stretchig ist, das kann man zum Beispiel beim Sitzen oder auch Liegen oder so. Das ist total super. Das wollte ich sagen. Also mein Lieblingsteil habe ich wieder heute an von euch, also von Veronika. Weil ich trage ja bekanntlich alle Sachen, die ich so stricke, also die bei mir noch überleben in meinem Haus und ich Beine kriegen plötzlich. Die trage ich ja bekanntlich, weil ich finde das schön, wenn man was gestrickt hat selber und das trägt man und irgendwann man ist im Geschäft oder wo auch immer ist und jemand fragt, ja, hast du das selbst gemacht oder so? Und sind dann alle neidisch, weil die denken, das kann man selber gar nicht mehr machen. Aber das kann man. Das ist das Beste, das da richtig einfach eigentlich. Wenn man einmal drinne ist im Häkel- oder Strickenprozess, kommt man nicht mehr raus. Aber der Nebeneffekt ist, dass man viel, viel, also ich würde sagen, glücklicher in seinem Leben wird. Also ich beurteile so und viel gelassener und man hat ein Ziel. Zum Beispiel im Winter strickt man Pullover, Socken und Schlüpfer. Im Sommer strickt man Tunika. Ja, oder schöne Schals. Und man hat immer ein Ziel vor Augen. Egal, welche Jahreszeit das gerade kommt, welche Lebensphase, welche Umstände, man lebt quasi in diesem Kreis. Und das finde ich am Stricken und Häkeln richtig schön. Also wenn jemand überlegt, ob der anfangen soll, da würde ich sagen, auf jeden Fall, weil das macht das Leben richtig schön. Also das wollte ich erst mal Lena, Lena, ich stelle mir gerade vor, wenn ich mir so einen Schlubber Ja, dann hat man direkt viele Verehrer, würde ich sagen. Da braucht man keine Sorgen mehr machen, dass man alleine bleibt. Oder man muss auch nicht mehr rausgehen, kennenlernen. Man hat automatisch Auswahl. Also die Nachbarn sind auf jeden Fall glücklicher, weil sie was zum Lachen Ja, aber haben. ich find, dass an einer Frau oder auch an einem Mann, also ein Mann oder eine Frau sieht viel schöner aus, finde ich, wenn man strickt oder häkelt, weil diese Handarbeit verschönert einen. Ich weiß Bei nicht, meinem also warum. Ausprobieren. Andrea, du brauchst Ja. nicht ausprobieren. Du kannst hier in die Galerie schauen und schau dir all die glücklichen Menschen an, die sich hier Ja. treffen zum Stricken und Häkeln. Und genau das meint die Lena, dass wir Ja. einfach zufriedener aussehen und das Ach macht Spaß. so. Ich habe noch gemerkt, wenn ich zum Beispiel in so Strickcafé vorbeigehe oder Strickreise mir angucke oder strickende Menschen, ich sage jetzt einfach Frau oder Mann, egal wer,
dass die irgendwie viel attraktiver aussehen und wirken. Warum auch immer. Vielleicht hat das was mit dieser inneren Ruhe oder Zufriedenheit zu tun, weil man macht etwas Sinnvolles mit seinen Händen und hinterher hat man noch schön warm und kuschelig und sieht noch dabei gut aus. Das ist das beste Nebeneffekt. Und ich finde auch schön, dass man Gemeinschaften hat und hat was zu erzählen und grundsätzlich hat schöne Bücher überstricken, kann man kaufen und lesen, man hat Romane, man hat ganze Welt für sich sozusagen, Strick- und Häkelwelt. Und das finde ich schön an unserem Hof. Da sagst du wirklich was Wahres. Ich habe das euch letztes Mal ganz vergessen zu sagen. Am dritten Tag, als wir auf dem Schiff waren, wir hatten ja da quasi die Passagiere, die nicht gestrickt haben, die haben wir so für uns genannt, die Leute von der anderen Seite des Schiffes. Weil es eben so war, wenn wir da reingekommen sind in die Panorama-Lounge, dann waren eben rechts waren die ganzen Handarbeiter gesessen und links die anderen. Deshalb haben wir eben gesagt, die von der anderen Seite. Und so mit der Zeit haben sich immer mehr getraut, uns da doch mal über die Schultern zu schauen. Und am dritten Tag hat mich eine Frau angesprochen, wie toll sie das findet und hat dann gesagt, über eurer Strickecke liegt eine Aura, die hat sowas Friedliches an sich, das begeistert sie richtig. Und sie hat damit echt den Nagel auf den Kopf getroffen. Also abends in der Brasserie lag alles andere als ein friedlicher Aura. Da war es laut und wurde viel gelacht, aber wenn wir in dieser Panorama-Lounge da vor uns gewerkelt haben und so leise Gespräche untereinander stattfinden, das war wirklich genau das, was du beschreibst, Lena. Es hat einfach angemacht, wie ruhig das da alles zugeht. Ja, Veronika, wir können uns auch benehmen, weißt du? Ja, das wusste ich ja bis dahin nicht. Du hast dich benommen. Ja, in der Lounge schon. Ah. Ja, ja. Ah. Ja. Und wo nicht? Der Testsignal ist ja. Oben. Der Testsignal ist ja, warte mal. Mit der inneren Ruhe kann ich gerade nicht bestätigen. Ich bin nicht mal mehr in der Lage, zwei Waffen zusammenzustecken. Das liegt aber nicht an uns. Das habe ich auch nicht behauptet. Na, wollen wir mal klarstellen. Ich war schon gestern. Babusa. Genau. Natürlich, wann kann man schon mal sagen, dass man gleich nach dem Frühstück sich aufmacht in die Lounge, um sich hinzusetzen und zu stricken? Ja. Optimal, ne? Ja. Es ist also ich stricke schon vor dem Frühstück. Was? Wann isst du denn Frühstück? In Streberin. Ja, nach zwei Tassen Kaffee. Also ich trinke meinen Kaffee immer vor dem Frühstück. Und in der Zeit stricke ich. Dann kommt dieses große Gehabe um mein Äußeres. Ja, klar. Aber ich war nicht trotzdem. Und danach wird gefrühstückt. Das überrascht uns nicht, ne? Dass du dir da Veronika? Ja? Ich hätte mal eine Frage. Ich habe gestern ein Video gefunden, wie ich einen Pullover von Ärmel zu Ärmel stricken kann. Ja? Ich habe das System verstanden. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich an die Maschenanzahl komme, die ich unterhalb des Armes zunehmen muss, um an die Körperlänge zu kommen. Weil der ganze Pullover wird ja quer gestrickt. Genau, also du arbeitest im Prinzip zuerst mal in Ärmel, ganz normal. Genau. Und der Vorteil ist, wenn du dann den Ärmel hast in der nötigen Weite, dass du eben, dass er dir weit genug ist. Ich würde sagen, so 48, 52 Zentimeter
in der Breite, dann hast du eine riesige Maschenprobe vor dir. Und dann kannst du entscheiden, wie lang dein Pulli werden soll. Ich brauche unterm Arm ohne dem Bündchen 38 cm. Genau, und dann kannst du nämlich hier, hast du den Luxus, aus diesem Ärmel 38 Maschen rauszuzählen und diese Maschen. Ja. Hast du es mitbekommen, Kerstin? Ja. Ja. Was dann noch wichtig ist, wenn dein Ärmel ein Muster hat, ne, wenn, dass du eben da noch drauf achtest, dass du eben die Maschenzahl anschlägst, dass du dann wieder gut ins Muster reinkommst. Ja, ich wollte den ersten erstmal nur in glatt rechts. Dann ist das, das ist neu für mich. Dann ist das gar kein Problem. Was wichtig ist, dass du am Anfang eben eine Maschenprobe hast, dass du weißt, wie viel Maschen musst du eben unten anschlagen, wie viel dann zunehmen und wie viel du gleichmäßig zunehmen musst, damit du mit der Ärmellänge hinkommst. Ja, da kann ich mich ja an die Raglan-Werte richten. Also ich habe unten am Bündchen sind bei mir immer 60 Maschen. Ja. Und nach dem Bündchen nehme ich dann alle 6 Reihen 2 Maschen zu. Okay, wenn du da schon dein System hast mit deiner Wolle, dann kannst du das genauso machen, ja. Ja, okay. Ja. Und wenn du das nur glatt recht machst, ist das gar kein Problem. Okay. Na? Super, danke. Ja. Und wie man die Maschen neu dazu anschlägt, da gibt es ja auch Videos dazu, ne? Dass du da eine geschlossene Kante bekommst. Außerdem wird die ja nachher am Ende in die Seitennaht gearbeitet. Sie hat eine Seite hat sie angeschlagen und auf der anderen Seite nimmt sie die zwischen den Maschen raus. Aufgefasst dann, genau. Ja. Dann spart sie sich das Zusammennähen. Genau. Ja. Das ist das, was für mich am besten ist. Ja, das macht Sinn. Ja. Gut, bin mal gespannt. Das dauert noch ein bisschen. Ich muss jetzt erstmal noch was anderes fertig machen. Ja. Ich habe immer noch die 1,40 mal 1,40 Decke vor mir. Ich muss mit dem nächsten Monat fertig sein. Okay. Oh. Und warum musst du fertig sein? Weil meine Freundin, die zum Geburtstag bekommt, am 17.12. Geburtstag hat. Okay. Bis dahin muss sie fertig sein. Okay. Und du brauchst den nötigen Druck, weil du noch nicht angefangen hast? Doch, ich habe schon eine ganze Menge los. Ich dachte, okay. Ich wollte schon sagen, kannst du ja ein Foto von der Strickanleitung schenken und sagen, hier, das kriegst du, wenn es fertig ist. Nein, ich hab 2 Muster reingemacht. Einmal das Herz mit dem Hund und einmal, da bin ich gerade dabei, wo das wie so ein Herzschlag aussieht, mit Tier und so. Okay. Schön. Das ist wie machst du die Muster rein, Kerstin? Was sind das? Wie beim Filet-Häkeln. Ja, eben. Ah. Man musste zwischendurch noch ein bisschen zählen. Ich habe da auch noch eine zusätzliche Frage. Und zwar sollen da noch aber irgendwie aufgestickt 3 Hundenamen drauf. Okay. Nur ich habe noch nie auf Stäbchen rein irgendwas aufgestickt. Frage ist jetzt, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, da Namen aufzustecken. Warum machst du die Namen nicht mit deiner Filethäkelei als Muster rein? Weil das dann zu groß wird. Ach so. Weil das wird jetzt schon minimal größer plus den Rand. Okay. Und da dann noch mal extra, das wären ja dann auch nochmal mindestens 10 Reihen, das wird zu viel. Okay. Kerstin, kannst du denn das so häkeln, dass du dann vielleicht das drauf sticken kannst, dass du dann so eine Art Stickraster häkelst, vielleicht mit halben Stäbchen oder so dergleichen. Also feste Maschen kannst du gut als Untergrund nehmen für einen Kreuzstich. Aber das Problem halt ist, Stäbchen. Ich habe jetzt zwischen den 2 Mustern habe ich 3 Reihen Stäbchen, 2 offene Kästchen
und nochmal 3 Reihenstäbchen. Und in dem Bereich sollen die Namen rein. Ja, und wenn du da in der Reihe dann feste Stäbchen, feste Maschen machst und das als Grundbasis für zum Draufsticken nimmst, zum Kreuzsticken dann hinterher, wäre das möglich? Das sind ja schon fertige. Das ist ja schon vorhanden. Ja, das hat so gehäkelt, da kann sie eben nicht mehr. Das Problem ist, Moment, hier dieser Zwischenbereich. Da sollen die Namen rein. Auf Stäbchen schon ein bisschen schwierig, ne? Ja, also eben, deswegen. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Also ich habe schon gesehen, dass man Stäbchen von oben mit Kontrastfaden mit festen Maschen behäkelt hat. Ja. Und das dann wie mit Schreibschrift quasi nachgehäkelt. Es gibt ja von dem... Also ähnlich wie diese Schlangenlinien, ja, die man so... Genau. Ja. Es gibt ja aus dem Nähbereich gibt's ja Zeichenstifte, die sich wieder auflösen nach einer gewissen Zeit, ne? Mhm. Wo man auf Stoff malen kann und es löst sich dann wieder auf, wie Löschfarbe. Markierstifte meinst du? Bitte? Markierstifte, genau, danke Martha. Nämlich auch. Ja, und da könntest du in Schreibschrift das vorschreiben und dann mit festen Maschen von oben, dann liegen die Namen so dreidimensional im Schriftbild. Du musst natürlich schauen, dass du quasi dir eine gerade Schrift anlegst, ne? Dass, also wenn der jetzt Filou heißt, dass du das F nicht schräg schreibst, sondern wie das Häkelmuster selber aufmalen. Genau, dass du Stellen hast, wo du dich lange an den Stäbchen festhalten kannst. Ja, das wäre eine Idee. Aber Ola hat jetzt gerade in den Chat geschrieben, dass sie auch eine Luftmaschenkette häkeln kann und diese dann als Schrift aufnähen kann. Mit Nähen stehe ich auf Kriegsfuß, das lassen wir lieber. Also das mit dem Häkeln ist für mich einfacher. Und damit es nicht ganz so dick aufliegt, vielleicht auch nur mit Kettmaschen dann den Schriftzug nachziehen. Oder so, ja. Ja. Ja, oder die Luftmaschenkette da durchhäkeln. Also, du hast die Wolle im Endeffekt unter der Decke und stichst an der Stelle ein und holst dann durch die Decke durch, machst du eine Luftmaschenkette. So sehen die Stifte aus, Trittmacker haben das. Ja. Ja. Lena hat die Hand nach oben. Vielleicht häkelst du dir eine Probe. Probierst da aus, dass du nicht an der Decke da, ich sag jetzt mal, dass du die da nicht verhunsch. Gesundheit. Sondern dass du da dir deine Technik vorher erst rausfindest. Für dich. Wär das sonst nicht auch eine Alternative, wenn du so ein extra Viereck mit dem Namen häkelst mit festen Machen und nächstes drauf? Nee. Da haben wir das Nähen ja wieder, da steht es auf Kriegsfuß. Entschuldigung. Aber es wird halt dann auch schwer, ne? Zusätzlich nochmal. Ja, die wird doch schon relativ schwer. Da ist einiges an Wolle drin. Aber die Idee mit den Kettstichen von der Marion gefällt mir jetzt am besten. Ich würde am wenigsten Material zusätzlich draufbringen. Ja. Wo ich das mit den festen Maschen, weil das ja nicht so hoch ist, eigentlich auch nicht schlecht finde. Probier es aus. Mach dir ein Muster und probier es aus. Ja. Dass du dir da auch schon schön sicher wirst, ne? Ja. Kannst ja ein Kuschelkissen draus machen aus der Maschenprobe, ein kleines, für die Hunde zum Spielen. Nee, das Problem ist, bis zu ihrem Geburtstag wird wahrscheinlich auch der dritte Hund nicht mehr da sein, so wie es im Moment aussieht. Und die anderen beiden Namen sind die Namen der früheren Hunde, die sie hat. Vorgänger. Ja. Okay. Dann ist es ja aber wirklich eine richtig schöne Erinnerung. Ja. Ja. Darum geht's.
Und sie möchte die eben als Tagesdecke auf dem Bett haben. Schön. Ja. Und kann so ruhig was schwerer sein. Ja. Eben deswegen. So, ich habe mal was getestet. Sieht man das, was ich jetzt mache? Nee, sieht man nicht. Doch. So, ich quatsch mal, dann sieht man das Bild. Ich habe hier auch einen Loop gehäkelt, das sind auch mit Stäbchen. Und diese kleine Linie da, die ist auch mit Kettmaschen aufgehäkelt, direkt in die Stäbchen mit rein. Ja. Mhm. Ja. Ja, also. Einlegen gut aus für Bögen. Was? Ja. Hm? So, ich habe mal wieder, ich gehe mal wieder zurück. So. Nee, bin ich nicht. Da frage ich euch gleich was zu. Na, so sieht mein Schreibtisch aus. So, ich zeige es nochmal. Das ist mein Schreibtisch gerade im Moment. Hier. Oh. Etwa geribbelt? Nein, ich habe ja ein bisschen. Darunter ist meine Tastatur. Also ich kann nicht tippen. Marianne, kannst du die Frage nochmal stellen und einen Hauch Mitleid reinfügen? Eine Tüte Mitleid. Hast du etwa geribbelt? Ja, genau. Bisschen. Aber das macht nichts. Dafür habe ich mehr von der Wolle. Der geribbelt hat mehr von der Wolle. Das ist nicht lieb. Ich glaube, wir hatten die Lena unterbrochen vorhin, ne? Lena, hast du die Hand noch oben oder hast du noch mal? Ja. Ja. Ihr könnt reden. Ich wollte noch euch was zeigen. Ich habe ja letztens so Experiment angefangen mit zwei Knäuel Sockenwolle gleichzeitig zu verstricken. Und das sieht im Moment so aus. So Raglan von oben ist das dann so aus Sockenwolle. Und das ist auch nicht so dick und gar nicht. Also so dünn, aber ein bisschen stabiler, als wenn man eine Sockenwolle nimmt. Und ist nicht so schwer, also, und strickt sich auch schnell. Also ich bin jetzt fast bis zu unten. Jetzt brauche ich noch die Ärmel, weil das ist die Nadel Nummer 4, glaube ich. Ja, die Nadel Nummer 4, weil da sind zwei Sockenwolle zusammen. Also der Faden ist dann, ich weiß nicht, dann doppelt halt. Ja. Ja, und das macht Spaß. Und wenn du den so hinhast, das passt so gut in den Farben zu deinem Gesicht. Ja, und ich habe mir gedacht, ich will ja testen, wie das beim Tragen wird, weil ich weiß es ja noch nicht. Da bin ich ja gespannt, weil ich habe ja so viele Sockenwollresten und Sockenwolleknäuel, also nicht angefangene, die habe ich auch noch, wo ich zum Beispiel keine Socken daraus stricke, weil ich vielleicht Interesse verloren habe oder was auch immer, ja. Weil wenn ich sobald die Sockenwolle habe und verstrickt oder verhäkelt, verliere ich oft Interesse. Dann brauche ich zum Beispiel eine neue Wollsorte oder neue Farbe, egal was, aber bei mir ist das so. Und leider. Vermutlich oder, nicht nur bei dir, Lena. Ja, und Gott sei Dank, sage ich mal, für unsere Wollfabriken, weil ich will, dass die Wollfabriken lange leben, weil ich will ja ich will ja Wolle verstricken und dass die schöne Wolle produzieren und deswegen finde ich gut, dass ich so Charakter habe, dass ich schnell Interesse verliere, sobald ich was verstrickt habe oder sowas. Ja, und dann hat sich das bei mir angesammelt und ich habe ja, ich häkle ja diese Decken aus Sockenwolle, also diese da. Ja, und die sind super, aber manchmal langweilig. Irgendwann habe ich auch keine Lust. Ich habe wieder 100 Quadrate liegen, die muss ich verhäkeln. Aber ich habe jetzt zum Beispiel keine Lust, neue Quadrate anzufangen. Und dann dachte ich mir, so eine Art von Sockenwolle verstricken, vielleicht wäre was. Aber worauf ich noch Lust habe, ich habe Lust, aus Sockenwolle etwas zu häkeln. Also so richtig Projekt, was man so ganze Zeit tragen kann, also ganzen Tag so, alltagstauglich würde ich sagen, aber halt aus Sockenwolle und wo man die ganze Knäuel da so schön integrieren kann. Also auf sowas habe ich jetzt Lust.
Ja, mal gucken. Das Modell, das du heute anhast, würde sich bestimmt auch gut umsetzen lassen. Ja, genau, das Modell ist mein Lieblingsmodell, weil da kann ich zum Beispiel sein, wie ich bin, mal dick, mal dünn, mal sonst was. Und das ist das Modell, was erlaubt einem einfach zu leben und nicht nachzudenken, esse ich einen Keks mehr oder weniger oder verbringe ich Weihnachten alleine oder nicht oder mit meinem Kuchen. Und das Modell liebe ich. Deswegen habe ich auch schon mal so Idee gehabt, ob ich das Modell gibt es ja bei Maschenwelt. Ich weiß nicht, welche Nummer von Maschenwelt kann ich nachgucken, Ja, aber das weil es zufällig ist ein Design von dir. ja. Ansonsten kann ich es euch unten verlinken. Ja, das Modell ist ja beschrieben bei Ja. Maschenwelt. Das ist der Vorteil. Man kann zum Beispiel problemlos, da sind ja auch so schöne Muster. Das sind nicht nur Stäbchen, das sind so schöne Muster. Und das finde ich schön, weil das wird ja auch nicht langweilig. Und da kann man vielleicht so, habe ich auch so gedacht, die Sockenwolle habe ich von Jeersocks zum Beispiel, lilane Sockenwolle, dann noch was, also Painting Socks in Curry habe ich noch. Und sowas, da dachte ich mir, wenn ich das alles in diese Poncho oder Tunika, wie man das da, also nennen will, integriere, ob das dann aussehen wird. Aber ich glaube schon, weil das sieht richtig gut aus. Und ich trage das wirklich, also ganze Zeit problemlos und ich weiß es nicht. Also besseres Modell kann man nicht haben, weil man muss auch etwas Alltagstaugliches haben, sonst trägt man das nicht. Also wenn ich etwas mir zu eng oder zu breit oder zu blöd stricke, dann trage ich das nicht. Deswegen habe ich die Erfahrung gemacht, ich lasse das dann liegen und ribbele wieder auf, weil ich brauche Modelle so, was ich die ganze Zeit tragen kann. Ja. Ja, und das wollte ich euch erzählen. Dann wollte ich noch mein Experiment zeigen, aber das ist keine Ahnung, was für Wolle. Da habe ich so Loop gehäkelt. Das war nur Experiment, also sowas. Ich habe gedacht, ich wollte erst mal Mütze, dann war da Loop geworden, keine Ahnung. Und jetzt ist das einfach so, nichts. Also das wollte ich euch, oder Kragen, vielleicht Königskragen. Wenn ich einmal in der Lätzchen. Maschenwelt werde als Model, da kann ich sowas so anziehen, so mal. Aber sieht schön aus, auf jeden Fall. Das wollte ich euch zeigen. Ja, dann habe ich eine Mütze gesehen, wollte ich die nachhäkeln, aber die wird gehäkelt, so wie Bündchen am Pullover unten. Also die sieht so aus und dann wird die zusammengenäht. Aber das ist mein nächstes Projekt, das wollte ich noch. Ja, und dann wollte ich fragen, Dominik trägt so schönen Schal. Welche Wolle ist das jetzt? Da, oh, das ist die Merinos Stretch. Ja, warte mal. Ah, auch. Ja, Merino deswegen hat mir Silkbox. das gefallen. Das ist aus den Mini-Tuch-Häkeln. Ja, Merino Stretch. Dürfte Nicht die Silkbox. Silksocks sein. Die Silksocks. Die Silksocks. Ja. Die Ah, Socken okay. Wolle. Aber sieht schön aus. Die sieht ein bisschen wie Merino Stretch aus. Hatte ich erst, also das gedacht so. Die hat auch einen Stretch-Anteil, beide gar Ja. nicht. Die Stretch und die Silksocks haben beide eben. Du, Lena, das trägt sich sehr gut, sehr weich. Das macht dann auch nichts, wenn man mal einen dicken Hals hat oder einen dünnen Hals. Also, passt perfekt. Ja. Heißt es das mit den dicken, dünnen Hals, ne? Ja, genau. Ja, das finde ich wichtig, weil wenn einem bequem etwas, also man hat bequemes Kleidungsstück, dann wird man das auch tragen und lieben. Und wir stricken und häkeln ja, um ein Kleidungsstück zu tragen und zu lieben. Und das finde ich schön, wenn da so ein Modell kommt, zum Beispiel wie das da, wo man wirklich tragen kann, also tragbar, so sage ich mal. Dein Gesehen nicht mehr. Geh doch mal vom Bildschirm weg hier. Ja. Ja, und das war's an Gedanken und Inspirationen für heute. Dann frage ich jetzt als nächstes die Marion, wie weit
die lange Stricknacht gediehen ist. Sie wächst. Sie wächst. Und da möchte ich euch auch was fragen. Oder ich habe eine Idee und vielleicht kommt die auch gut an. Ich hatte ja letzte Woche erzählt, es gibt Karten. So, da habe ich einzelne Karten gemacht. So, ich zeige dir mal ein bisschen mehr in die Kamera. Man kann es leider gar nicht lesen. Muss näher ran. So, auf, naja, kann man nicht. Oder ich muss nochmal die Kamera wechseln, wenn, dann sieht man das Foto. So. Ja. Wenn ich jetzt quatsche, ich muss immer mal reden bleiben. So sieht deine Karte aus. Hier unten, die 11, das ist die Karte Nummer 11. Und ich hatte gedacht, ich lasse die Zahlen raus. Dann könnt ihr euch die Muster selber raussuchen und eure, ja, Zahl reinschreiben, welche ihr dann bekommt. Was haltet ihr davon? Sehr gut. Sehr gut. Super. Also könnte das bei mir jetzt auch Nummer 1 oder so sein. Ja, zum Beispiel. Also ich hatte gedacht, wir machen, ich versuche 12 Muster zusammenzukriegen. Ich bin bei 10, aber ein oder zwei gefallen mir noch nicht. Ja, und dann, wenn du jetzt nur 6 Muster haben möchtest, kannst du dir die Muster raussuchen, welche du magst. Und ja, schreibst dann deine Zahl da rein von 1 bis 6. Dann Okay. kann deine 1 auch bei mir die 11 sein. Klar. Ja. Und was heißt Vierer, Sechser und was heißt Invers stricken? Also, erstmal stricken wir ja in Runden und in Runden habe ich auch hier oben bei Rapport und Beschreibung das in Runden hingeschrieben. Wenn du jetzt in Reihen stricken willst, kann es ja sein, du willst keine Mütze machen, sondern einen Schal oder so, dann musst du genau umdenken. Das heißt, wo bei mir jetzt die Welle für links ist, musst du, wenn du links strickst, natürlich rechts stricken. Damit du das, was du siehst, wieder vorne die linke Masche ist. Ja, Ja? verstanden. Ja. Oh, ich nicht. Das ist gut. Das ist gut. Ja, und da steht noch dabei gerade Reihenanzahl. Das ist, wenn du ja in Reihen strickst, musst du irgendwann wieder zurückkommen, weil du ja eine vordere, hintere Seite hast. Ja. Bei rechts, links ist es egal. Ja. Aber da brauchst du eine gerade Reihenanzahl und bei Runden ist es eben Okay, und wurscht, dieses Vierer, Sechser bezieht sich auf die Reihenanzahl? ne? Das ist der Rapport. Du kannst einen Vierer-Rapport haben oder einen Sechser-Rapport. Würde Ach so, beides, also die Maschenzahl, ja, würde da okay. beides passen, zufällig. Gut. Also ich verstehe nur Bahnhof, aber ist egal. Invers heißt rechts und Ja, ich habe links. es auch nicht ganz verstanden. Ich Macht komme da nichts. nicht ganz mit, aber ich werde das dann Moment. kapieren, wenn es dann soweit ist. Invers Nicht so heißt dann kompliziert. in dem Fall die Maschen stricken, wie sie erscheinen. Ich schreibe Jo, das alles noch genau. mal ganz genau auf und ihr könnt mich ja dann auch fragen und löchern und dann Ist das ein klappt das schon. feststehender Begriff, Invers? Ich habe das noch nie gehört. Also bei uns am Computer heißt es, wenn du jetzt wenn du Invers eingestellt hast, du schiebst die Maus nach links, aber der Mauszeiger auf dem Bildschirm geht nach rechts. Ja, aber in der Stricksprache, in der Handarbeitssprache, gibt Keine es Ahnung. Invers so als Begriff? Nicht, dass ich wüsste. Also im Französischen auf alle Fälle. Ja. Ja, im Französischen ist invers, envers, also das Ja. heißt in die Rückreihe. Ja. 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 Wie soll ich sonst nennen? Ja, die. Wie die Maschen erscheinen. Ich habe mir ist es noch nie begegnet. Also du meinst damit, die Maschen stricken, wie sie erscheinen. Nein. 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 Schau doch mal Gar jetzt nicht. hier bei dem Muster. Die erste Reihe ist rechte Maschen. Die Ja. zweite Reihe siehst du linke Maschen. Aber wenn Ja. du in Reihen strickst, musst du ja rechte Maschen stricken und keine linken. Damit du Ja. die linken ja siehst. Ja. Also ich habe immer die Vorderseite Ach, du aufgeschrieben. meinst dann mit Invers Das Gegenteil. Gegenteil. Umgekehrt. Ja, liegen gleich. Ja. Rechts und Ja. links verdreht. Ja. Habe einfach diesen Begriff in der Handarbeitswelt noch nie gesehen. Ich auch Deshalb nicht, deshalb habe ich ja habe gefragt. ich nachgefragt. Na gut, dann schreibe ich gegen gleich hin. Brauchst du nicht. Du kannst ja den auch verfestigen, den Begriff. Mich hat es nur mehr Sinn, ja, ihr habt mir ja schon Okay. genannt, die ich noch nie gehört habe. Und deshalb habe ich jetzt nachgefragt, ob das bei manchen Designern eben ein fester Begriff ist. Also ich weiß es Okay. nicht. Ich mache ja immer nur meinen eigenen Kram. Ich kann ja nicht Ja. eine Anleitung stricken. Ich kann nur meine eigenen schreiben.
Findet ihr, ja, ist wirklich wahr. Ich meine, ich habe mit 5 Jahren Häkeln und Stricken gelernt. Da konnte ich noch nicht lesen. Und so ist es geblieben. Ich meine, lesen kann ich jetzt, aber keine anderen Anleitungen. Wer schreibt für dich? Das kann ich auch noch. Marion, es hat schon einen Grund, warum wir Anleitungen schreiben und nicht stricken. Ja. Es wird immer anders. Da denke ich, das hätte man ja auch so machen können. Und dann wird es. Ja, kann ich nichts für. Ist so. Ich habe mal der Veronika geschrieben, wer hält sich schon an Anleitung? Ich schreibe mich doch nicht mal an meine eigenen. Das sowieso. Ja. Ich habe zur Stricknacht was ganz Tolles geschenkt bekommen. Ich habe es gestern schon mal in unserem Video-Call, Gruppen-Chat-Call angesprochen, für alle, die dabei waren. Aber ich habe etwas geschenkt bekommen, weil ich ja gesagt habe, ich habe keinen Würfel. Und es müsste jemand für mich würfeln. Und dann habe ich hier so ein kleines Täschchen geschenkt gekriegt mit einem Würfel drin. Wow, bis 12. Okay, ich habe auch keinen Würfel. Da war dann noch mehr drin. Also, ne, da war dann hier so ein schöner Pin. Anpinner. Ach, der ist ja süß. Ja, total süß. Und eine ganz liebe Karte. Was da drin steht, lese ich euch aber nicht vor. Nein, musst du ja auch nicht. Nee. Und von hat wem? Der Pascal mir geschickt. Oh, Pascal. Ich kann ja für dich würfeln. Ich will aber auch ein Geschenk bekommen. Pascal, bist du da? Nein, er ist nicht da. Nee. Natürlich bin ich da. Oh! Ah, da ist er! Still und heimlich hier. Guten Abend, Elvira. Hab dich doch gar nicht entdeckt, oh mein Gott. Guck mal, jetzt wird's rot. Du hast nicht Hallo gesagt, Pascal. Naja, hier kommt man ja nicht dazu. Zwischenschreien. Also wenn du Hallo sagst, Pascal, das fällt schon auf, weil du ja eine männliche Stimme hast zwischen unseren Weibergeschnatter. Also Pascal, erzähl uns mal, was du häkelst. Nächstes Kissen. Von wieder mit Granny. Genau. Aber mit Chenille, oder? Nein, mit der Sheep. Ach so, dann ist nichts vielleicht an der Kamera, unscharfe. Ah, apropos Chenille, sag mal, ob ich die könnte ich die auch kurbeln? Ja, ich habe es ausprobiert. Ja? Ja, das geht. Oh, cool. Ich darf auch eine Decke kurbeln. Ja, dann ging's schneller, ne? Ja, nee, aber diese Weichheit, wisst ihr? Ja, klar. Da bin Und ich echt überrascht, dass das geht. Was bist du? Echt überrascht, dass das geht. Nicht so dick, wir ne? hatten im Bad Lip Springe mal uns darüber unterhalten, ja. Aber dass du das schon ausprobiert hast, finde ich ja toll. Okay. Ich habe übrigens auch gekurbelt, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Wir haben Zwillingsmädchen in der Nachbarschaft, die werden jetzt 2 im Dezember. Und da habe ich 3 Bahnen gekurbelt über 40 Reihen rosa, 10 also Runden, 10 Runden weiß und das Ganze 3-mal und aneinander genäht. Und dann hat sich dieser ergeben. Und was ist das? Ein Loop? Ein Loop. Mhm. Also so, die weigern sich noch Mützchen zu tragen und kann man halt den Loop dann so weit hochstellen, wie es geht. Und irgendwann muss es halt dann doch, wenn es kalt genug ist, eine Mütze sein, aber im Moment eben gibt es den Loop. Schön. Ja, ist auch super weich. Also und hat 125 Gramm. Also welche Wolle? Die Charity. Ach so. Für Kinder immer die Charity. Ja. Ich habe noch eine Frage an die Ingrid. Und zwar, ob sie den Schal, der hinter ihr hängt, ob der mit der Maschine oder mit der Hand gestrickt ist? Das ist keine Frage, oder? Du
Doch, ist schon eine Fliege. Mit der Maschine. Mit der Maschine. Nee, den, ja, der ist auch schön, aber der andere. Grünliche. Grüne. Ne? Der Grau, in den Grautönen. Das ist grün, ne? Grün, ja. Mit beige. Grün. Wow. Das also ist sehr hell und dunkelgrau, aber ist okay. Nee, ich würde auch grün sagen. Ja. Double face. Also jetzt in der Kamera, im Hintergrund habe ich gedacht, er ist grau, aber. Ah ja. Aber die Muster sind auch so toll. Du musst reden. Ich muss reden? Ach Gott. Entschuldigung. Oh. Ist trotzdem grün und beige. Ist ein Muster, das gehört zu einer Jacke eigentlich, also Manteljacke sehr besonders, was ich ein bisschen abgeändert habe, mal irgendwann. Aber Maschine, ja. Könnte es auch relativ machen. Aber double. Auch die Rückseite anders, ne? Bei mir. Die ist ja gestreift hier. Ach so. Aber es ist ein ganz dünnes Garn gewesen. Das sind zwei Fäden mit 1500 Meter Lauflänge. Boah! Um Himmels Willen. Also zweimal zwei Fäden, ne? Ja. War sehr, sehr der schön. Schal wirkt, wiegt 240 Gramm. Oh. Ich habe gerade sogar Saschas Gesicht gesehen, wo er den Schal gesehen hat. Ich glaube, er hat überlegt, ob er jetzt doch noch irgendwie mit Double Face anfängt. Wer? Sascha? Ja. Mal gucken. Mal gucken. Aber der ist sehr schön, der Schal. Also ja. Diese Ornamentmuster gefallen mir wirklich gut. Ja, ne? Überhaupt die Bordüren. Dominik sieht alles. Ja, die sehen alles mit. Die Bordürengeschichte finde ich so schön, dass der Schal in der Hauptsache ein sehr reduziertes Muster hat und dann so warm. Das ist der Wow-Effekt. Ja. Den würde ich jetzt auch in Double Face mal probieren. Ja. Mal ja. Also ich könnte mir auch vorstellen, das dass das Muster mit dem großen Stern, das war das 9 oder 10? Die 7. Wenn man die 7 als Anfang und als Ende macht und dazwischen einfach ein... Ja. Ja, und dazwischen einfach ein einfaches Muster als Schal. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, das habe ich auch mal irgendwo gezeichnet. Das kann ich Veronika mal ein Bild vom Muster schicken. Dann kann sie euch das mal zeigen. Ja. Was hast du jetzt da gerade in die Kamera gehalten? War das ein Musterstreifen? Nee, das ist auch ein Schal. Das war der, den ich heute gestrickt habe, weswegen ich weg musste. Ich habe jetzt den Karl etwas verändert und habe die Namen dazu geschrieben. Wow. Reden. Ja. Ich würde sagen, fällt dir doch sonst nicht so schwer. Und dann auf der anderen Seite Island und all diese. Die Muster habt ihr fast alle, eins habt ihr nicht bis jetzt. Aber die anderen habt ihr. Ich habe sie nur ein bisschen abgeändert, weil mein Schal ein bisschen mehr Maschen braucht. Aber es ist im Prinzip der Norway-Kall. Aber den hast du jetzt auch mit der Maschine gestrickt. Ja. Also wenn ich das jetzt mit der Hand hätte anfangen wollte, ja. War irgendwann fertig, glaube ich. Weiter. Ja, also ich habe mich schon gewundert. Den habe ich heute mal gestrickt. Ja. Also das Zeichnen hat wahrscheinlich genauso lang gedauert. Ich denke, ja. Mira. Ja, geh weiter. Geh. Nicht hinlegen, geh weiter. Ich wollte noch erwähnen, dass Elke sich auch auf das Schiff angebucht hat. Ja. Aber leider im dritten Geschoss. Etwas teurer, weil das Mitteldeck voll ist. Also Oberdeck. Ja. Mitteldeck ist schon voll? Mitteldeck voll. Habe ich die letzte Kabine gekriegt, hat er gesagt. Genau. Seid ihr die Bilder haben voll gemacht hier. Ich glaube, das schickt ganz Veronika.
Es sieht so aus, ja. Das wird dann umgetauft, ne, beim Start. Genau, das wäre dann so, statt Edelweiß machen wir da die Wuli-Hax-Flotte Ja. draus. Eigentlich bräuchtet ihr Der eine hätte eine gestrickte gestrickte, Flagge fürs Schiff. genau, eine gestrickte Flagge aus der Rob, die ist ja wetterfest, ne? Da müsste das ja gehen. Da gibt es gar keine andere Seite mehr. Nein, doch die begleitenden Partner jeweils. Sascha, kommst du denn da auch in Mainz aufs Schiff? Nächstes Jahr kommst du da auch zu Besuch hin? Das kommt drauf Oder an, wann ihr in Mainz seid, ob das dann bei mir klappt. wir wissen auch noch gar nicht, ob das dieses Jahr, nächstes Jahr machbar ist. Das war wohl eine ziemliche Organisationsgeschichte für die Reederei. Da haben sich im Vorfeld viele angemeldet, die dann doch nicht gekommen sind. Und so, da waren die ein bisschen not amused. Das ist aber ja auch blöd, Aber wegen dem haben die so schnell diesmal die Rechnung geschickt. Nein, ich glaube, dass Veronika, du meinst, die zum Besuchen kommen wollten, oder? Genau. Ach so. Darf ich noch mal stören, Veronika? Ach, Weil eben, wenn es eben sein muss. Ich bin weil eben, mal ich da. weiß nicht, ob ihr das mit der Kamera so erkennen könnt auf dem Bild. Ist das Ja, irgendwie aber. erkennbar hier? Ja. Weil das wäre das Muster, was ich gemacht habe mit diesem Stern. Das Den Mittelmeer. Muster gibt es als Museumskofte Jacke. Und das habe ich ja so ein bisschen zusammengewürfelt. Kann man das erkennen mit dem Ja, so ein bisschen. Bildschirm machen? Das ist ein bisschen schwierig. Ja, Aber ein bisschen. so ungefähr wär mein Vorschlag zu diesem Stern und weil, warte mal, ich mache es mal ein bisschen, warte mal, vielleicht so, dann sieht man So den sieht man es Stein und besser. dann eben praktisch das einfachere Muster dazu, ne, was dazu gehört. Sehr schön. Und Aha. dann? Und welches willst du jetzt stricken, Dominik? Muss erst mal die Traktoren stricken. Oh Mann, die Traktoren, die andere Babydecke, die da. Bist du mit den Oh. Traktoren, Ich habe. Decke? Ist das Wie weit ungefähr bist du das, mit was deiner du dir gedacht hast, Traktorendecke? Marion? Ja. Gut. Die Traktorendecke ist noch in Arbeit. Bitte? Die Traktorendecke ist noch in Arbeit. Die Kerstin hat gefragt, wie weit du bist. Was soll ich jetzt sagen? Vielleicht zwar 30 Zentimeter. Also noch nicht arg so viel. Das Muster hat schon in sich. Also das geht jetzt nicht so von der Hand wie das von der Bärendecke, finde ich. Veronika, was hast du dir denn da für ein Muster Ja, ausgedacht? das ist schon ein bisschen, man muss mehr zählen und Siehst du, hättest ja. du mal einen Bagger genommen statt einen Trecker. So weit ist sie doch noch gar nicht. Am Trecker ist sie doch noch nicht. Und nicht am Trecker, das ist Ach unten bei so, unten, Muster. ja. Aber Also. wir wollten ja nicht das gleiche Muster nehmen wie bei der Bärchendecke, sondern eben Was ein anderes. bisschen anspruchsvoller, ne? Genau. Und, aber wir möchten es gerne sehen. Habe ich aber jetzt. Ja. Ja, das liegt im Wohnzimmer. Ja. Schlecht Und vorbereitet. da Dominik ja wieder die falsche Hose anhat, Ja, geht sie natürlich nicht die genau. Decke holen. Holen. Kann ich nämlich sehen, deine Hose. Was? Die kam an. Deine Hose kann ich sehen. Du kannst die Hose gar nicht sehen. Ich kann ja auch Schade, die hätte ja Kamera klappen können. ausmachen, dann kann ich sie holen. Schade, Warte, hätte ja klappen können. warte. Wo ist sie? Ich mach die Kamera aus. Sitzt bestimmt mit Schlüpper da. Aber wenn er doch gestrickt ist, dann ist es doch gut. Ja, man will ja nicht die Erste sein, die hier mit gestricktem Schlüpper aufläuft, ne? Man muss ja den anderen auch Zeit geben, nachzusehen. Klüpper im Norweg, Karl. Norweg-Muster. Ja, so. Auf jedem Hinterteil eine Achtblattrose. Oh. Auf jeder Schöne Idee. Pobacke eine.
Ah, Marianne, stellt sich das wieder bildlich vor. Ja, sicher, ich stelle mir jetzt was anderes vor. Anstelle der 8-Blatt-Rose fehlt mir wo Wacker in Hand. Geht dann das Strickprojekt des Schiffs. Also Marianne, das wäre die Herausforderung. Wenn du strickst, mache ich dir die Anleitung. Ich bin übrigens wieder da. Sehr schön. Also, hallo. Aber ich kann es jetzt gar nicht richtig zeigen, weil es noch eben richtig auf der Nadel liegt. Also, ich mache das jetzt mal so. Ja, so wow. Oh. Wow. Oh, das ist mein Herz, was ich gesagt habe, es sei nicht fertig, gell? Einmal reden. Das ist mal die eine Seite. Hm. Und jetzt muss ich gucken, dass man die Seite so sieht. Sieht man das noch so? Ja. Ja. Es ist halt jetzt ein bisschen. Ist also die 8-Blatt-Rose eingebettet in 2 weitere Sternarten. Ja, also schon. Also, aber man muss halt ziemlich viel. Gut, wenn du am Anfang mal 2 so Dinge, ich habe ja immer Markierer drin, wenn du mal 2 so Blöcke gemacht hast, hast du schon mal draußen, wie es dann weiterläuft. Aber. Ja, aber jede Reihe anders, ne? Ja. Bananenspruchsvoller, ne? Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja. Und dann, waren ja anfangs Fehler drin, ne? Bei mir? Bei mir im Zellmuster. Ja. Na, waren da Fehler drin? Nein, aber du warst der Meinung, dass Fehler drin waren. Genau, weil ich der Meinung war, dass es da unten nicht stimmt. Aber das war so. Aber ich habe genau den gleichen Fehler gefunden, gell? Ja. Aber sie hat gesagt, das muss so sein. Also, glaubt man das mal so. Sieht der Vorteil des Designers. Im Gesamten sieht man es ja jetzt, dass es so passt. Ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Ja. Also, die muss noch fertig werden. Die muss noch fertig werden. Was ist das? Auch eine Babydecke für die Zwillinge. Das ist ja für die Zwillinge, soll das ja werden. Das ist dann so. Also. Rückseite so. Ja. Also da muss ich mich jetzt beeilen, weil ne, man weiß ja nie, ob sie es durchhält bis Februar oder ob sie doch früher kommen. Aber ja, das sehen wir dann. Wir drücken die Daumen, dass du noch ganz lang Zeit zum Stricken hast. Ja, ich auch. Ja. Aber bitte, das wirst du schaffen in 12 Wochen. Ja. Aber das Problem ist, dass ich das immer, die hier mache ich immer, wenn wir Zoom haben. Okay. Und das Double Face mache ich jetzt im Moment jeden Abend. Und wenn die natürlich, da müssen wir jetzt noch 12 Wochen Zoom haben. Und da müsste ich aber schon Gas geben. Du kannst ja in der langen Stricknacht auch die Decke machen. Gell? Finde ich auch. Ja. Weil ich das andere Wenn du die Karten sowieso nicht verstehst, ist besser, du springst. Ja, eben. Und so wie ich die Veronika wieder kenne, dann machen wir wieder, wenn der Dienstag dann auf den 2. Weihnachtstag fällt oder sowas, dann gibt es kein Zoom-Meeting. Ja. Da fehlt ja wieder eins. Ja. Also über Weihnachten, denke ich, wird es keins geben, weil es, glaube ich, Heiligabend oder irgendein Heiligabend. Ja, es ist Heiligabend, ja. Und? Na dann, Veronika. Dann hoffe ich auf euer Verständnis. Dann gibt es am Montag eins. Das heißt dann auch, dass es an Silvester auch keines gibt. Oh, ja, oder Montag. Nee. Aber montags, Veronika. Am montags. Am 30. Ja. Ja. Also 30. wohl eher, 23. lasst mir noch den Anfang Dezember. Ja. Meine Jüngste wird am 27. Dezember auch noch 30. Oh. Ja. Also. Ja. Und der 23. ist ja viel zum Vorbereiten. Bockwurst mit Kartoffelsalat. Hallo. Den Kartoffelsalat kannst du nebenbei schnippeln hier beim Zoom-Meeting. Oh, macht ja nicht jeder Kartoffelsalat.
Wir kochen am 24. immer ab mittags, 14 Uhr geht's los mit Kochen, alle zusammen. Also von daher haben wir am 23. keine Vorbereitungen. Und einkaufen kann man auch noch am 24. Vielleicht geht bis dahin sogar unser Aufzug, dass man. Also Update zum Aufzug. Gestern, Die Daumen. Morgen um 8 kam der Typ. Wir haben einen Stempel drauf. Was? Gestern Mittag um 3 steckte mein Mann zum ersten Mal im Aufzug fest. Oh nein! Ohne Sitzgelegenheit natürlich. Oh shit! Der Aufzug ist wieder stillgelegt. Es war heute ein Monteur da und sie brauchen Ersatzteile und die müssen geliefert werden. Also er ist wieder stillgelegt. Oh mein Gott. Boah, da müsst ihr ja Oh, das Geld ist eine zurückkriegen, ey. endlose Geschichte. Und wie oft ist er fehlerfrei gelaufen? Ich war tatsächlich einmal gestern Morgen, ich bin da naiverweise, war ja der Stempel drauf, mit dem Enkelkind runtergefahren, spazieren gelaufen und es ist eingeschlafen, so wie geplant. Dafür habe ich mir ja auch diesen Aufzug erhofft, dass wenn er denn mal geht, und mit dem schlafenden Kind hochgefahren und ist nicht aufgewacht. Also Wahnsinn. ich war gestern Mittag erstmal im Glück und dann hat Da mir mein stecken Mann blieb. geschrieben, er sitzt im Aufzug fest und hat halt dann den Techniker angerufen und die brauchen natürlich eine halbe Stunde, das ist nicht viel. Boah. Aber wenn man eben sehr schlecht stehen kann und keine Sitzgelegenheit hat, ist es halt sehr lange. Oh, Also für das nächste Mal solltet ihr vielleicht einen Hocker reinstellen. So. haben wir jetzt gesagt, dass man Ja, den das denke ich. Rollator einfach reinstellt, ne? Ja, dann Oder müsst ihr so ein immer das Handy mitnehmen. Duschklappsitz. Bitte? So ein Müsst ihr immer Duschklappsitz. das Handy mitnehmen? Das machen wir auf jeden Fall. Also das ist oberstes Gebot, dass natürlich wer denn, aber das ist jetzt kein Thema, das hat mein Mann immer dabei. Ah. Aber ja, Aber das ist so, schon eklig, wenn du und für da dich stehst. auch. es Ja. war natürlich ziemlich deprimierend dann gestern, weil wir erst so dachten, endlich geschafft, ja. Das Blöde ist halt, dass du auch immer wieder in den Aufzug mit so einem mulmigen Gefühl einsteigst, ne? Ja, wir waren jetzt aber einerseits froh, dass die Techniker nicht gesagt haben, so ein bisschen Spucke drauf und dann gehen wir wieder, sondern dass ein Teil eben richtig ausgetauscht wird. Da hat man dann schon mehr Vertrauen, dass es dann eben die Fehlerquelle behoben ist. So haben wir uns getröstet. Gut, also, so Andrea, du hast aber schon die ganze Zeit die Hand oben. Ja, Du bist ja, ja ja. geduldiger, als ich dachte. Ja, kannst mal sehen, weil meine Geduld sieht man ja nach außen hin, ne? Genau. Wir haben dich gut erzogen inzwischen, ha? Ja, ne? Ich war die Woche shoppen. Oh. Weil ich mache ja, bin ja angefixt worden, den Möbius-Schal. Ne? Und den mache ich aus deinem Cotton, Bobble-Cotton hier, Oh, das sieht cool aus, ja. aus der Farbe. Und dafür brauchte ich ja 1,20 Meter Seil. Ja. Ne? Also musste ich ja shoppen gehen. So, und dann habe ich eine Dreiernadel, 1,20 Meter, und habe hier angefangen, den zu machen, den Möbius. Und heute ist die Vierer gekommen noch. Weil da will ich mit deiner anderen Sockenwolle hier, nicht die Year Socks, die Paint Socks, Socks. auch noch einen machen. Oh, da bin ich gespannt drauf. Das sieht sehr gut aus. Weil, Bearbeitest du die Paint Socks mit der 4? ja, Ah ja. also Das habe ich war viel vor. zu locker. Das war doch viel zu locker. Denn normalerweise Meinst Paint Socks zweieinhalb. du? Eben. Wenn du ein Möbius mit Lace strickst, dann hast du 800 Meter pro 100 Gramm und nimmst die 4,5. Ja, das kann gut werden, also ich bin gespannt. Kriegt halt dann so ein schönes, lockeres Maschenbild, ja? Genau. Ja, deswegen weil es soll ja schön, ne? Deswegen dachte Apropos Andrea Möbius,
du musst dann quasi die Rundstricknadel doppelt legen, oder? Ja. Ja, also der Anschlag ist ja total cool, ne? Also das ist ja, der Maschenanschlag ist ja ratzfatz. Ja, einmal also, von hinten nehmen, einmal von vorne nehmen, einmal von genau. hinten nehmen. Einmal von hinten nehmen, einmal von vorne nehmen. Ja, Marianne, wie sieht das aus? Ich habe schon einen gestrickt. Und ja, du strickst ja praktisch, du hast die Rundstricknadel ja einmal, also die muss ich nochmal in warme Wasser legen, dass die sich nicht so dolle, praktisch so. Geht jetzt schlecht. Also. Die Nadel tanzt dir auf der Nase rum. Warte, Katz. Andrea, nimm mal das Seil und lass die Nadel runterhängen. Genau. Ja, ich hab's so. Funktioniert das. So musst du das nehmen. Siehst du das? Ja. Ja. So. Und dann nimmst du die Maschen auf und dann hast du die hier und hier. Ja. Und dann strickst du einmal den obere Seil lang und einmal strickst du das untere Seil lang. Du strickst praktisch von der Mitte nach außen und von hier auch nach außen. Ja, die kompliziert doch. Nee, ist gar nicht. Habe ich auch erst gedacht, um Gottes Willen, aber nö, ist. Gleich, als es anhört. Ja. Ja. Mit 150 Metern gestrickt. So, das Einzige war natürlich, wie viele Maschen nehme ich auf? Ich möchte den ja dann auch an den Seiten bis über die Schultern ziehen. Dann habe ich einen mit 300 Maschen gehabt. Also 150 war zu wenig. Mhm. Habe ich aufgetrennt und jetzt habe ich habe nochmal nachgezählt, 250, also 500 habe ich jetzt. Weil es soll ja hier rüber gehen, ne? Und ich brauche ja schon ein bisschen mehr, wie... Du könntest ja aber auch noch zunehmen. Was könnte ich nehmen? Zunehmen. Ja. Ja. Dass es sich nach außen hin eben weitet. Mhm. Ja, aber, nee, aber ich denke ja mal... trotzdem nicht über die Schulter, weil du ja dann die engere Stelle hast ja an der Mitte, wenn du zunimmst. Ja, aber du legst die äußeren Hälften legst du über die Schulter, nicht die Mitte. Die Mitte ist rein. Musst dir den vorstellen, so habe ich den um und dann ziehe ich ja das hier rechts und links. Und das, was hier über Kreuz liegt, liegt ja hier vorne. Mhm. Ja, aber meines Erachtens darf das dann trotzdem nicht kürzer sein als außen. Doch. Kann dir sonst eine Pellerine holen, die so gestrickt ist? Ja, ich denke nicht, dass ich, also wenn ich das jetzt hier anfasse, ich denke nicht, dass ich da was zunehmen muss bei der Maschenzahl. Sieht so wenig aus. Biene hat mich ja da auch Information gemacht, weil die macht das ja auch. Und sieht natürlich wenig aus, ne, hier so. Ja. Und das wird immer enger, je weiter dass du strickst. Ja, klar, weil da immer mehr nachschieben muss. Ja, genau. Ja. So, und weil ich ja die Stulpen muss, brauchte ich natürlich Häkelnadeln, nicht? Die gab es in so einem schönen Täschchen. Doppelhäkelnadeln. Ja, die Addis. Und da habe ich mir gleich ein paar gekauft. Es war ein Set. 1, 2, 3, 4 Stück von 4,5, 5, 5,5, 6. Und die gab es in dieser schönen Tasche mit Netz. Schön, bist du ausgestattet. Na, beim? Großen A. Beim Ordner. Die hatte ich nämlich gestern auch schon im Visier gehabt. Ja. Ich hatte die heute im Visier und gekauft. Die sind schön. Hast du schon gekauft? Die auch noch. Ja, heute. Ja. Siehst du? Ja. Wie teuer? Keine 20 Euro. 19 irgendwas. Genau. Gut. Ja. Muss ich auch gucken. Ja. Ja. Ich habe die auch heute bekommen. Yeah! Und die war relativ schnell, gell?
Sehe ich das jetzt richtig? Habe ich also einen dünner wie 4 ist nicht drin oder habe ich das dreieinhalb? Nee, hier ist die dickste. Die anderen sind dünner. Es gibt Bizeps, es gibt noch eins mit zwei oder zweieinhalb beginnend. Okay. Habe ich aber nicht genommen, weil Tunesisch ja wohl immer größer genommen werden soll, ne? Ja, aber weil Veronika ja fragte, ob die vierte, ja, die kleinste Größe ist. Ja, Also. also die Yeartox, die Schamstrümpfe mit die Yeartox habe ich mit dreieinhalber gehäkelt. Aber da du ja sowieso fester häkelst, müsste die vier reichen. Ja. Noch kurz zur Mütze. Wenn Wenn die ihr, Strophen also mal die so lang. Armstulpen, die ich eingestellt habe, die habe ich ja aus der Stretch und aus der Yeartox. Nein. Und diese, die Mütze könnt ihr auch aus der Yeartox arbeiten. Und ihr müsst dann die Maschenzahl von den Nein. Armstulpen mal zweieinhalb nehmen. Also das ist so eine, ich sage jetzt mal so eine Formel. Zweieinhalb mal der Umfang von einer Armstulpe gibt eine Mütze. Ich hatte für die Merino Stretch 32 Maschen. Und dann könnt ihr eben 64 plus 16, ich habe 80 Maschen angeschlagen. Und das passt eigentlich, ist das so eine Formel, die ihr auf alle Mützen übertragen könnt. Du hattest aber jetzt gesagt zweieinhalb. Ja, 32 plus 32 gibt 64 Richtig. und die Hälfte von 32 ist 16 und dann gibt es 80 Maschen. Was, die Strickstulpen waren nur 32 Maschen? Ja, mit dem Merino Silk Socks. Okay. Wir haben 36 Maschen angeschlagen, haben aber dann für den Schaft hier vorne, fürs Handgelenk, noch zweimal zwei Maschen Okay. abgeschlagen. Also hier 32. Und bei den Yeartox haben wir, meine ich, 48 Maschen angeschlagen und dann auf 44 abgenommen. Okay. Also wären es 44, 88 und 22 gibt 110. Ja, weil ich eigentlich gedacht habe, die hätten die gleiche, du hättest ungefähr die gleiche Maschenanzahl wie wenn du stricken würdest, aber es ist ja erheblich weniger, ne? Wie wenn du mit Double Face stricken würdest. Okay, ja. Also bei die 44 Maschen beim tunesischen Double Face, hatten wir auch bei Double Face bei den Armstrümpfen. ja. Da kommt es in etwa hin. Für normales Stricken, nein, da hat man beim tunesisch Häkeln weniger Maschen. Okay. Schaut mal, ich habe hier auch Stulpe angefangen. Das ist eine Fünfernadel mit der Silk Socks und ich habe 36 Maschen. Ja, dann arbeitest du fester wahrscheinlich, ne? Ja. Und was für ein Muster hast du? Ah, das ist das Rippenmuster, wo ich auch die Mützen gemacht habe. Das finde ich total klasse. Und das ist super elastisch und überhaupt nicht dick und fest und brettig. Und die Innenseite zeige ich natürlich auch. Die ist nämlich auch schick. Sieht man die so? Ja, doch, ne? Kann man ein bisschen erkennen. Also wirklich sehr elastisch. Also es fühlt sich ein bisschen an wie Patentmuster, gestricktes. Oh, was ist das für eine Stille hier? Ja, mach da mal weiter. Du, Andrea, ich buch mal kurz rein. Wir sind gerade ausverkauft, die Nadeln. Ich wollte sie gerade bestellen. Sind ausverkauft. So, letzte Woche habe ich euch gefragt, wegen dem Wellenmuster. Könnt ihr euch erinnern, wie viele Maschen ich brauche, wenn ich eine Stola machen will? Ja. Ja, irgendwie hattest du gefragt. Das ist das Muster. Kann Ich man sehe jetzt. gar nichts. Du siehst ja Sprechen. nichts. Ja, ich spreche ja schon extra für dich. Ja, Gucke danke. hier. Wellenmuster mit Wolle von Veronika, in einem wunderschönen Farbverlauf, wie man sehen kann, liegt sehr schön auf der Nadel und ist ein sehr weiches, sehr tolles, extra
Ja, ne? Für Andrea gemachtes Muster. Es ist ganz weich, ganz toll. Und Schön. das ist der Bobbel dazu. Das ist die Super. neue Kollektion von Veronika. Ne? Seine ganz tolle Wolle. Und ich habe jetzt 150 Maschen hier drauf. Und das ist genau die richtige Länge. Also so stelle ich mir das dann vor, dass ich mir den richtig schön so beim Grillen dann so Beim überwasche. Grill. Naja, Andrea, wenn wenn du andere das so grillen. sagst, dann kriegst du es verkauft. Ja, ne? Veronika, was zahlst Ich dachte jetzt, ich lasse sie mal reden. Da bist du plötzlich ganz still, ne, Veronika? Ja, da Ist soll man aber bei wirklich. Werbegespräche unterbreche ich selten. Ich kriege die Ist Blumen nicht wirklich, ist los, aber aber es sieht wirklich schön aus, schön. Andrea. Bitte? Sieht schön aus, Andrea. Ja, danke. Und Und fasse ich auch total toll an. Also, das ist total. aber da brauchst du mehr wie ein Bubbel, oder? Ich habe ja zwei. Okay. Ich habe zwei, ne? Also bei im Bad Lippspringe gekauft, zwei Stück davon. Machst du jetzt von rosa zu grau und dann von grau zu rosa zurück, Genau. oder wie? Ja, Das genau finde ich so auch hatte ich. schön. So habe ich gedacht. Ja. So, dann habe ich noch irgendwann. Also da würde ich an deiner Stelle sogar, wenn du merkst, dass du über die Hälfte kommst, ne? Ja, Also ja. Mit einem Bobbel. mit einem Bobbel, da würde ich sogar in der Mitte aufhören und würde mir dann von dem neuen Bobbel von der Außenseite so lange wickeln, bis ich dann die gleiche Farbe hätte, sodass du wirklich mit diesem Rosa anfängst und aufhörst, wenn es zu viel ist. Ja, verstehe. Ja. Ja, Ja. das ist guter Vorschlag, ja. Ja. Dass nicht eine Seite mit Grau endet und die andere mit Ja. Rot. Ja. Ja. Eine Frage zu dem Muster. Die Wellen, wie wirkt das dann spiegelverkehrt auf der anderen Seite? Oder wäre es besser, man würde sowieso von zwei Seiten da in die Mitte arbeiten? Das ist die Ich habe linke das noch Seite. nie gemacht. Das ist jetzt die linke Seite. Nein, ich meine nur wegen den Bögen, die du unten hast, Nee, die sind nur die auf der. nachher auch oben sind. Wenn du Ach so, aufhörst. nee, Gehen dann nein. automatisch, wenn du abkettest. Bei der Abkettung, ja. Dann werden die auch Bögen auf der anderen Seite. Ja, ich glaube nicht. Deswegen, Ja, das ich werden kenne auch das Bögen. Muster nicht. Also die werden auch Bögen auf der anderen Seite. Es ist natürlich nicht gleich. Also nicht in Ja. die richtige. Also, ne? Nicht Also so bögig. Nein. wenn ich anfange mit einem Bogen nach oben, höre ich natürlich an der Stelle mit einem Bogen nach außen Sehr auf. gut. Aber So. die Aber du Bogenform kannst. ist die gleiche. Ja. Ja. Du Ja. kannst aber, dieses Muster nicht von links und rechts zusammen machen, weil wie willst du es dann in der Mitte zusammen machen? Weil Nee. dann hast du ja Hast du ja auch wieder Bögen außen, aufeinander, ja, ne? dann hast du die Außenbögen aufeinander und die Ja, Innenbögen aufeinander, dann hast du stimmt. da Beulen. Stimmt, soweit habe ich nicht gedacht. Ja. Gut. Den bringe ich dann Danke. mit. Den bringe ich dann Ja, mit, wenn nee, ich das. am Ende bin, nach Lübeck und dann könnt ihr mir sagen, wie ich ihn abkette. Und dann machen wir ein Grillfest. Weil Genau. du möchtest ihn ja beim Grillen an. Ja, oder was weiß ich, irgendeiner Garten beim Cocktail wegen mir. Genau. Gut. Andrea, Fertig. war's das? Fertig. Ja, 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 ja. Dann kommt die Jacqueline. Ja, ich komme nochmal zurück auf die Babydecke. Die Babydecke mit den Bären. Bekommt man Daniel Anleitung noch? Die ist schon veröffentlicht. Ich schon Ja. veröffentlicht. Genau, die findest du entweder auf meiner Homepage im Shop Ja. oder auf Tracy Patterns. Ich Mhm. kann das Ganze auch nochmal drunter verlinken. Oder Zoom-Meeting von letzter Woche. Also. Ja, genau. Okay, danke. Das war's. Schon gut, die Anleitung schon raus war. Ja. Die ist auch super gut angekommen. Also, Sehr schön. die ist schon 25 Mal downgeloadet. Einmal bin ich. So, dann die Steff. Hallöchen. Hallöchen. Aha, was Bin ich sehen wir zu denn hören? da? Ja.
Ja. Ja. Mal ein kleines Update. Ich habe jetzt nicht verstanden. Ein Update. Ja, Eine ungefähr. schlechte Verbindung. Ja. Ja. Es ist Also, weg. ich höre nur Roboter rauschen. Ja, Steff, wir hören dich gerade ganz abgehackt. Und wir Und haben kein kein Bild. Bild. Und Bild mit steht, ja. Standbild. Hat sie so lange gewartet, jetzt macht sie dann verrückt. Oh, nicht gemein. Jetzt, jetzt. Oh, Ja. informieren. Jetzt haben wir ein anderes Standbild, aber jetzt sehen wir wenigstens die Jacke. Jetzt ist sie weg, oder? Weg. Weg, ist Ganz wieder weg, weg. ja. Also, wenn jemand sieht, dass er reinkommt, nehmen wir sie sofort dran. Ja. Vielleicht baut sie, meldet sie sich neu an und baut neu auf. Ist da? Sie ist Ja, ich da? bin wieder da. Ja. Also, Steff, Mal das sehen, wie lange es Mikrofon. jetzt durchhält. Ja. Ah, jetzt ist besser. Ja, das ist quasi aus der Sky gehäkelt. Ja, das war die Hexagonjacke. Die hatte ich ja ungefähr gleichzeitig mit der Dominik angefangen, aber die war deutlich schneller. Jo, Aber möchte ich sehr aber gerne noch von innen sehen. mit Reliefstäbchen. Ja, genau. Ja. Das ist so ein Mosaikmuster. Also ich bin bald verzweifelt an den Ärmeln. Jetzt sehen sie ordentlich aus. Sieht gut aus. Ja. Ja, Schön. ich habe die ungefähr viermal wieder aufgetrennt, Oh. bis ich dann eine Variante hatte, wo ich zufrieden war. Aber das sieht total spannend aus mit den Reliefstäbchen, ne? Ja, das ist aber, also das ist sehr hübsch geworden. Ja. Ja, stimmt. Sehr schön. Warum hast du bei den Bündchen, warst du unglücklich mit dem Rippenmuster oder was war's? Nee, das Problem war, ich habe ja den Ärmel hier oben drauf zusammengenäht oder zusammengehäkelt. Und als ich dann in dem normalen Muster weiter gehäkelt habe, dann wurde das immer breiter, immer breiter, immer breiter. Und dann habe ich das wieder bis dahin, wo es zusammengehäkelt ist, aufgetrennt und habe das dann gleich mit Abnahmen in dieses Bündchen reingeleitet. Okay. Also Ja, also. ab der Teilung war sie schon Maschen abgenommen. Ja. Genau. Weil das sonst fürchterlich ausgesehen hat. Ne? Der Ärmel, der war bis hierhin normal und dann wurde der plötzlich hier unten so ein Sack. Ja. Ja. Es ist so ein bisschen die Herausforderung bei den Hexagonjacken, ne? Wie man die Lösung macht mit den Ärmeln. Aber ist dir gut Genau. gelungen. Ein schöner Farbklecks für den Winter. Gesundheit. Ne? Gesundheit. Gesundheit. Mal schauen, ob es mir nicht zu rot oder zu, nee, zu rot nicht, aber zu kalt wird im Winter, weil ich bin eine alte Frostbeule. Ja gut, für einen tiefen Winter, sie Und ist da sind halt ja aus viele Löcher drin. 100% Baumwolle, ne? Da Ja, genau. es ist mehr so eine Übergangsgeschichte. Genau, mehr so übers Kleidchen abends. Ja, Ja, genau. genau. Ja. Dickeren Rolli drunter, dann geht's auch. Geht auch, genau. Da kann Oder man sich so. schon mal Ja. drunter. Und Strickschlüpper. Genau. Ja. Liebling, oder? Ja. Passt doch zum Galadinner vom Schiff mit dem kleinen Schwarzen. Ja, und da drunter Genau. guckt ja keiner, also sieht ja auch keiner den Schlüppi. Andrea. Also, ich hatte meine Hexagonjacke an beim Galadiner, ne? Ah. Ja. Hat geschwitzt wie Tier oder was? Ja. 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 Weil dort war es schon so warm da drin, also puff. Aber. Naja, die haben gedacht, das sind, der Kapitän hat gedacht, oder die Mannschaft, mein Gott, alles so alte Weiber, die da kommen, die frieren immer, die müssen mal schön Nee, einheizen. die Mannschaft, die kommen so aus Tunesien und Indonesien und so, und bei denen ist 30 Grad, ist bei denen noch nichts. Also, Ja, die witzig. heizen da voll an. Die müssen sich Aber natürlich
zu Hause fühlen. Ne? Aber das Dominik, ja auch die nicht, dass ihr alle die Schlüppers anhabt. Ja. Dominik, sie hat schon recht. Auf der anderen Seite des Schiffes waren schon die Passagiere sehr alt. Ja, genau. Nur auf der anderen Seite. Nur auf der anderen Seite, ja. Naja, deswegen heißt es ja andere Seite. Ja. Also wenn meine Eltern mit Schiffen unterwegs sind, dann sagen die auch immer, es waren nur alte Leute. Naja, also gut, sie sind auch 80, aber... Die sind auch nicht alt. Also wir haben altersmäßig reingepasst. Ja, also wir waren aber schon noch ziemlich so die Jüngere. Die hat den Durchschnitt ja, ganz also schön nach unten gedrückt. Es waren ja manche in Begleitung ihrer Eltern mit dabei, von daher. Vielleicht habt ihr euch einfach nur besser gehalten und seid einfach fitter durch das Segeln und alles. Man sagt ja, wer strickt, lebt länger. Außer man lebt vom Stricken. Ja, weil die rechte und die linke Gehirnhälfte angestrengt wird, ne? Ja. Mhm. Ja. Genau. Unterschiedliche Aufgaben, rechts und links. Ja. Beim Klavierspielen übrigens auch. Ja. Bei was spielen? Klavierspielen. Ja. Ah, okay. Also war Auerbach ein Klavierspieler auch. Wir hatten jeden Abend Live-Musik, also wenn sich jemand an den Tasten vergnügen hätte wollen, wäre das sicher auch mal machbar gewesen. Wollt ihr aber nicht. Könnt ihr das überhaupt? Zum Wohl der anderen Schiffsseite, ja. Also Hänschen klein kann ich und alle meine Flohwalzer. Genau, Flohwalzer. Aber Andrea, wir wissen ja, in welcher Geschwindigkeit du stricken gelernt hast. Dann wirst du wohl bis nächstes Jahr auch noch Klavier spielen lernen. Nee, ich fange kein neues Hobby mehr an. Und tanzen soll auch gesund sein. Ja, das ist... Nochmal, Steff, zurück zu deiner Jacke, wenn sie da tatsächlich zu kalt sein sollte. Du weißt ja jetzt, wie es geht. Und dann kannst du dir ja da auch ein flauschiges Garn noch dazu holen und nochmal das Ganze in eine Nummer wärmer. Aber ja, da habe ich dann in 5 Monaten, wenn es dann wieder warm wird, habe ich dann eine für den Winter. Für den nächsten. Der Winter kommt bestimmt. Ja, bestimmt. Die rote Jacke ist auf jeden Fall dein Beweis, dass du es fertig gemacht hast. Mhm. Ja. Dass die nächste Jacke fertig wird. Ja, irgendwann. Gut, ich habe schon eine neue Idee. Und das heißt? Da ihr ja die ganze Zeit von Schlüppern erzählt, kam mir so der Gedanke, ich könnte ja mal einen Bikini nicht häkeln, sondern stricken, weil ihr ja auch den Badeanzug letztes Mal hattet. Mhm. Und da kam mir doch die Idee, das mal mit der Shape auszuprobieren. Ach so, okay. Trocknet wahrscheinlich relativ schnell. Könnte ich mir vorstellen. Da bin ich jetzt am Tüfteln. Die nimmt ja nicht so viel Wasser auf. Ja. In Schwarz dann. Hm. Ja. Das ist so ziemlich das einzige Garn, wo ich mir vorstellen könnte, gestrickt. Oder man muss halt ein reines Baumwollgarn nehmen. Naja, aber das ist ja nicht elastisch. Ja. Das hängt runter. Ja. Führst du uns das dann auch vor? Mal gucken. Also in dem Fall verbiete ich es dann der Dominik nach der Innenseite. Gut, ihr Lieben, es ist schon wieder, sind die ersten 2 Stunden schon wieder locker um. Es war wieder sehr kurzweilig und wir haben auch wieder viele Pläne. Die, darf ich mir noch mal kurz schnell zeigen? Entschuldige bitte. Ja. Schau mal. Ich kann jetzt bloß nicht aufmachen, weil ich das gerade die Reihe angefangen habe. Kannst du sehen? Ja. Das ist ein Tuch aus einer Socketwolle mit dem Muster von der Veronika, mit den Stufenmustern am Rand. Kannst du sehen? Ja. Bloß habe ich da Sockenwolle hergenommen, die ich da habe.
Ja. Aber ich glaube, das kann ich so weitermachen, Ja, gell? definitiv. Die war mal mit Türkis Was in der und so vorderen Mitte angefangen ist und beidseitig durch stufenweise Zunahmen eben weg. mit der Häkelnadel, wie du das vorgemacht hast im Video. Das hat mir so gut gefallen, habe mir gedacht, und die Wolle war mir so schade für Socken. Und dann habe ich mir gedacht, so mache ich das Tuch jetzt da draus. Ja, schön. Bin jetzt gerade auf der linken Seite, habe ich erst angefangen, die Reihe. Jetzt kann ich es nicht ganz auseinanderziehen. Tut mir leid. Dann beim nächsten Mal, ne? Vielleicht, da fehlt ja auch gar nicht mehr so viel, ne? Du, das ist ein 100-Gramm-Knäuel und da habe ich noch so viel, schau mal. Ach, okay. Ja, das ist ja so ein bisschen ein flaches Tuch. Das kann gut sein, dass dir da die 100 Gramm reichen. Das sind, die hat eine Lauflänge von 425 Meter circa. Wie so Das wird groß eben, ganz ne? schön groß. Genau, ja. Ich möchte Schön. es doch ziemlich groß machen. Und das sind meine Hirsche, schau. Ja, jetzt erkennt man sie ja. Da habe ich gerade die ganze Zeit schon wieder gestrickt, jetzt den Kopf da. Jetzt kommt das Geweih dann oben noch. Schön. Das ist also so, da habe ich jetzt die ganze Zeit gestrickt, darum habe ich nicht viel gesprochen. Oh, hörst mal gut. Gut. Macht Okay. das Die Marion zur langen Stricknacht, wann das steht, wann im Newsletter? 22. ist ja freitags die Stricknacht und eine Woche vorher wollte ich es im Newsletter reinbringen. Also im übernächsten Newsletter sind dann die Infos dazu drin, ne? 14. Ja. Genau, ja. Und also quäl dich nicht. Ich denke, 10 Muster ist mehr als genug, ne, für eine Mütze. Also das Ja, reicht locker, aber Ja. ich habe mir 12 in den Kopf gesetzt. Mal gucken, Dann vielleicht schaffe ich das ja. Es machst ist ein du es. bisschen schwierig. Ich muss ja kleine Muster nehmen. Ja, Die dürfen ja. ja nicht zu groß sein. Ich kann ja kein Muster nehmen, was erst in einer gewissen Reihenanzahl wirkt. Und trotzdem sollen sie unterschiedlich sein, ne? Vom Effekt her. Lass mal Marion machen. Es wird ja sonst nur zu langweilig. Genau, Stimmt nicht. Nur Muster entwerfen. also Marion, mach. Ich habe noch was auf dem Herzen. Ja. Also erstmal wollte ich noch mal meinen Pullover zeigen aus deinem neuen Bobbel. Schicke ich an RVO. Immer hier beim Zoom-Meeting, hier aus dem hier. Geht auch langsam voran, aber weil das mache ich nur, wenn ich, wenn ich mich nicht konzentrieren muss. Wenn du nichts denken musst. Genau. Nee, ich wollte mal Danke sagen. Ich habe einige Videos, Links und so, ihr kriegt für meinen Pullover von Mutti, den ich flicken möchte, mit ganz vielen verschiedenen Arten, wie man das machen kann, von ja, Leuten, die hier zugucken wahrscheinlich, ne? Also sonst würden sie das ja nicht wissen, die mich dann über Facebook angeschrieben haben oder über einen Messenger angeschrieben haben. Und da wollte ich mal Danke sagen und bei Gelegenheit suche ich mir da das Richtige raus und zeige euch dann noch das Ergebnis. Schön, schön. Ja, ganz toll, dass du dran denkst, eben auch da an, wir freuen uns immer über die Kommentare, die ihr da schreibt. Und wir wissen ja, dass es auch so eine Community außerhalb des Zoom-Meetings gibt, die da schon drauf warten, dass eben Mittwochs, Donnerstag das neue Video kommt und die sich auch mit verbunden fühlen. Und das ist auch eine ganz tolle Sache. Also die Doris ist das lebende Beispiel. Die kam aufs Schiff, hat uns alle nur vom Zuschauen gekannt und sofort war sie mittendrin, konnte die Gesichter zuordnen, als würde man sich schon lange kennen. Also eine ganz, ganz tolle Sache, die da entstanden ist. Also, das war zumindest damals die richtige Entscheidung und an alle Zuschauer, es ist die richtige Entscheidung, die ihr trefft, wenn ihr hier jeden Dienstag vorbeischaut oder das im Nachgang euch anschaut. Und
Ansonsten wünschen wir wie immer, macht, was das Leben euch machen lässt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bye, bye.